Ahoi. Ja, Freitagabend, schon ein bisschen später. Ich würde sagen, ins Wochenende gemütlich starten mit Waffenfluch 2. Warte, wo ist es? Da. Ich buffere nicht mehr. Ja, da ist es, genau. Garamonte City. Ich habe zwar keine Ahnung mehr, so gar nicht, was wir letztes Mal gemacht hatten, ob wir mit allen gequatscht haben oder nicht. Also werde ich mich jetzt wohl in Garamonte nochmal durchfragen müssen. Hat überhaupt nicht mehr weiß, was Plan war. Aber das kriegen wir raus. Garamonte City, ab geht's. Ja, und wer auch immer, da drüben steht's, nee, da drüben steht's, da oben, Amarek ist, danke für ein Follow, das hast du irgendwie gemacht, als kein Stream online war, aber danke. So, ja, jetzt wird's interessant. Ich hab keinen Blassen mehr, komplett durchfragen. Der Kerl verkauft Fisch. Das und ich höre hier leider nichts. Ich hoffe, es gibt keine Rückkopplung bei euch, weil wegen ohne Kopfhörer, aber ich mache mir das ein bisschen lauter. Sie verschwinden! Okay, offensichtlich war das nicht richtig. Diese Frau hat eine beeindruckende Auswahl an Kürbissen. Kürbis? Nein. Weiß es nicht mehr. Weiß es nicht mehr. Von der Kürbisfrau konnte ich nichts lernen, außer wie man spuckt. Ah, richtig. Aber mit dem machen wir auch nichts, ne? Lass die Ziege in Ruhe, die quatscht dich nur voll. Okay, nee, weiter geht's nicht. Die Maisspucke-Kekse sehen widerlich aus. Wieso? Jetzt Katli-Poker. Erkennen Sie diese Statue? Por Dios! Wegnehmen schnell! Sie schlechtes Pech bringen nach Garamonte! Okay, tut mir leid. Niemand mag diese süße kleine Statue. Sie verschwinden. Sie haben Fluch von Tezcatlipoca. Okay, ich weiß, wann ich unerwünscht bin. Ja, wenn sie das sagt. Der Mann pafft eine grob gerollte Zigarre. Müssen wir ihre Unruhe stiften und das jedem gezeigt haben. Ich habe keinen Blassen. Erstmal alle gegen uns aufwiegeln. Gut, der Typ sieht irgendwie nicht so aus, als würde er mir helfen. Gut. Okay. Der Typ verkauft seine Waren nicht gerade mit viel Begeisterung. SVENI 5000 is now following. Nice. Cool. Ich habe hier noch gar nicht viel geleistet, aber ey. Danke für ein Follow und ja. Sie haben geändert Meinung? Wollen doch kaufen wunderschöne Kopf von Salat? Wie viele Sie wollen? 3, 4, 50? Keinen. Bueno, aber nicht kommen später weinen hier, wenn gestorben an Skorbut. Der hilft mir nicht weiter. Oh. Macht er nicht. Eigentlich ist jeder Tag Retro-Tag. Sicher 3, 4, 50. Ist Guerilla-Marketing. So sieht's nämlich aus. So sind doch die paar Mann, die hier rumhängen, irgendwie dazugekommen. So mit der Aussage, ja, Retro geht immer. Also je nachdem, wie weit man mit Retro geht. Ne, das Ding ist von 97, da gibt's natürlich noch viel. So viel weiter zurück. Aber manche Sachen sind halt nur so rosarote Brille, Retro cool.
fast unspielbar. Also die Reihe hier halt so gar nicht, ist super gealtert. Eine Kapelle ohne jedes musikalische Talent. Ich habe keine weiteren Gesprächsthemen auf der Pfanne. Eine Pfanne, sehr wohl. Ja, ich glaube, ich würde es mir aber bald noch eher anschauen als selber spielen. Also wenn man es nicht noch irgendwie von früher drauf hat. Und also so richtig Tanksteuerung kennt man ja auch noch, aber... Pearl hat den glasigen Blick einer besessenen Verbraucherin. Das ganz alte Zeug ist, wenn man es selber nicht gespielt hat, sondern nur nachholt, vermutlich echt anstrengend. Ich weiß nicht, worüber ich mit ihr noch reden soll. Gut. Vielleicht lege ich die Maus einfach zur Seite und schaue hier auch einfach nur zu. Die Zelle ist leer. Eines der Gefängnisfenster. Ein verloren aussehender Bursche schläft auf dem Boden seiner Zelle. Das ist Miguel, der Flötenspieler. Können wir Miguel was Gutes tun? Ein Stück Cola, Hundekeksen. Rum. Das ist Duane's Truck, vollgestopft mit Sprengstoff, wenn man dem liebenswerten Paranoiker glauben darf. Erinnert mich an meine Zeit in Syrien, aber das ist eine andere Geschichte. Ist es, haben wir schon durch. Trucks zu stehlen ist nicht ganz mein Stil. Duane Henderson hat einen merkwürdigen, entschlossenen Gesichtsausdruck. Er ist auch minimal verrückt. Oder auch nicht. Haben Sie irgendwelche Beweise dafür gefunden, dass die Condor Drogen geschmuggelt hat? Drogen? Teufel, nein! Die Condor war eine Scheinfirma zum illegalen Export von Maya-Kunstwerken. Ist Miguel der Grund, warum Sie hier sind? Gut nachgedacht, George. Ich sollte mit ihm Kontakt aufnehmen. Aber als ich ihn endlich gefunden hatte, steckte er schon im Kittchen. Seitdem suche ich nach einem Weg, ihn da rauszuholen. Klingt gut. Auf mich können Sie dabei zählen. Guter Mann. Alles, was ich brauche, ist ein Sprengzünder. Ja, so ab und wann, ab und zu, dann und wann, findet man schon was Schönes. Habe ich auch mal einfach random auf der Startseite rumgescrollt und dann einfach mal gucken, was da gerade so gespielt wird. Wer steckt also hinter der Condor Transglobal? Als Eigentümer war ein gewisser Senior Aidan registriert. Haben Sie den Typ ausfindig machen können? Ich glaube nicht, dass er jemals existiert hat. Aidan rückwärts gelesen heißt Nadi, das spanische Wort für niemand. Ja, ich habe mal beim Rahmschnitzel, den kennt man ja auch schon, glaube ich, ein paar Jährchen von YouTube, aber folge dem sonst nicht, irgendwann mal gesehen, dass er gerade angefangen hat, die kompletten alten Tomb Raider-Teile nochmal zu spielen. Da halt immer so tageweise mal reingeschneit. Auch mal ganz schön. Auch wieder, ne? Das nicht selber spielen. Er hatte die noch drauf, die Teile, was er wo ungefähr machen muss. Und auch diese in den ersten Teilen noch wirklich hakelige Steuerung mit, ne? Auf der Stelle drehen und hast du nicht gesehen. Wie gesagt, zum Spielen wäre es mir vermutlich zu anstrengend gewesen. Da warte ich auf dieses Fan-Remake außer Unreal Engine. Das sieht ziemlich cool aus, was da in der Mache ist von Teil 2. Ja, aber zum Zuschauen völlig in Ordnung. Wieso haben Sie eine ganze Wagenladung Sprengstoff, aber keinen Zünder dabei? Nennen Sie mich ruhig altmodisch, aber ich finde, Koffer packen ist Frauensache. Ich habe es Pearl überlassen und jetzt kann ich nichts wiederfinden. Ich hoffe nur, sie hat an meine Zahnpolitur gedacht. Ich würde mich ja schämen, in die Staaten zurückzukommen mit Teer auf den Zähnen. Nicht völlig lost. Gut, dann haben wir noch nicht alles durchgequatscht. Das wäre es jetzt gewesen. Mit allen gequatscht und dann verpeilt, was man als nächstes tun muss. Zünder? Wissen Sie, wo ich einen Sprengzünder herbekommen könnte? Hat Duane dich zufällig darauf angesetzt? Hm? Oh, jetzt verstehe ich. Der ist zum Hochjagen der LKW-Ladung Sprengstoff, richtig?
Hey, jetzt kommen Sie aber. War doch nur ein Scherz. Oder dachten Sie vielleicht, ich meine das ernst? Ich weiß doch, wie ihr Jungs seid, wenn ihr zusammenhockt und Pläne schmiedet. Duane sagte mal, er könne alle Probleme der Welt lösen, wenn er nur genug Raketen hätte. Möglich ist es. Wir sehen uns noch, Pearl. Also kein Zünder für mich? Mann. Duane, kein Zünder. Ja? Ich will eigentlich im Moment gar nichts weiter von ihm wissen. Gut gealtert. Ich habe nichts mehr zu sagen. Okay. Jetzt haben wir den Punkt, wo wir schon alles gemacht haben. Ich habe kein... Das ist ein Bildnis von La Presidenta. In Caramonte ist es wahrscheinlich ein Schwerverbrechen, Plakate zu bemalen. Oh ja, cool. Hier, Kohle. Okay, das war mein Hinweis. Schwerverbrechen. Wir wollen ja zu Miguel. Was? Hättest du es voll anschmieren können hier? Gasbremse. Hi. Das ist Concha, die Besitzerin der Bergbaugesellschaft. Bewahren Sie hier vielleicht irgendwelche Sprengkörper auf? Klar. Sprengstoff und Zünder sind in dem Schrank da. Sie hätten nicht zufällig etwas übrig? Ich kann Ihnen nicht einfach einen Sprengsatz geben. Nicht ohne einen verdammt guten Grund. Ich muss was sprengen? Reicht das nicht? Der General hat eine Landkarte in seinem Büro, über die er sich mit Ubier unterhalten hat. Vielleicht verrät uns diese Karte, wo Sie hinwollen. Mag sein, aber ich komme ja nicht ran, solange der General und sein Kumpan da drin sind. Ja, und? War das jetzt nicht Grund genug, mir so einen Zünder zu geben? Ja. Hey! Mann! Finger weg vom Mobiliar, ja? Ich will gar nicht als Mobiliar. Ich will an das, was da drin ist. Einer aus Conchas Männersammlung. Zünder? Eine Bergbaugesellschaft verwendet doch Sprengstoff, oder? Nicht in der Rechnungs- und Personalabteilung, soweit ich weiß. Oh, ist doch nicht wahr. Sind alle nicht hilfreich. Wissen Sie, wo ich einen Sprengzünder finden könnte? Klar, in dem Schrank hinter der Chefin. Sie wird Ihnen bloß keinen geben. Ich benutze einfach meinen Charme. Das muss ich mir angucken. Na toll, jetzt werden wir noch beobachtet. Du? Ich suche einen Sprengzünder. Oh oh, die Dingerchen sind aber gefährlich. Ich meine, sind sie denn überhaupt qualifiziert dafür, mit denen umzugehen? Klar. Ich weiß ja nicht, wie man überhaupt mit Sprengstoff arbeiten kann. Ich hätte viel zu viel Angst, mich in die Luft zu jagen. Darum arbeite ich ja im Büro. Obwohl, Schreibtischarbeit ist auch nicht so sicher, wie viele meinen. Kennen Sie beispielsweise diese Dinger, mit denen man Heftklammern entfernt? Diese Entklammerer. Hören Sie, Sie haben ja mein vollstes Mitgefühl, aber jetzt habe ich genug von dem Mist. Mann, erzähl doch noch ein bisschen. Zünder? Haben Sie Sprengzünder hier im Büro? Ich weiß nicht, ich bin neu hier. Genauer gesagt habe ich heute Morgen erst hier angefangen. Und ich habe noch keine Ahnung, was ich hier tun soll. Kennen Sie sich mit Buchhaltungssoftware aus? Weiß nicht, vielleicht. Also,
weiß, wir haben Jura studiert und sind irgendwie so ein Anwaltsfregel, der irgendwie Firmen vertritt. Aber möglich, ne? Ja. Ja, sicher. Welches Programm benutzen Sie denn? Nennt sich LINC. Der Typ, der das geschrieben hat, muss ein Wahnsinniger sein. Jedes Mal, wenn ich eine Datei abspeichere, läuft eine schräge Melodie und kleine Zeichentrickschweine tanzen dazu über den Bildschirm. Und wo liegt das Problem? Naja, eigentlich kein Problem. Ist nur nicht ganz das, was ich von einer professionellen Buchhaltungssoftware erwarte. Ja, eben, aber sonst doch okay. Gut, schön, dass wir helfen konnten. Hunting vielleicht? Komm, rück raus da. Es gibt sonst nichts weiter zu bereden. Okay. Nico, Hilfe? Fragezeichen. Könntest du den General nicht ablenken, während ich einen Blick auf die Karte werfe? Du scherzt wohl. Hast du nicht gesehen, wie der mich angegeifert hat? Doch, doch. Du gibst eine prima Schlangenbeschwörerin ab. Komm schon, ich brauche nur 5 Minuten. Naja, vielleicht. Aber es ist dein hirnrissiger Plan. Du übernimmst das Reden. Ja, ja. Ich habe schon total den Plan, was ich sagen will. Meine Freundin würde Sie gerne um einen Gefallen bitten, General. Für Sie, meine Liebe, tue ich alles. Macht er wirklich? Ich hab's mir anders überlegt. Oh nein, hast du nicht. Sie ist einfach zu schüchtern, Sie um ein Interview zu bitten, General. Ein Interview? Mit mir? Fabuloso! Nun, ich... Tja, ich würde gerne eine Story über Sie schreiben. Hast du das gehört, Rinaldo? Eine exklusive Hochglanz-Doppelseiten-Story über deinen geliebten General. Geil. Sie, Signore General. Kümmere dich hier um alles. Ich gehe in meine Wohnung zurück und ich möchte nicht gestört werden. Dafür wirst du mir bezahlen, George Stoddard. Richtig, richtig. Mach dir keine Sorgen. Wenn du länger als ein paar Stunden weg bist, komme ich und hol dich. Ein paar Stunden? Ja, klar. Ignoriere mich. Ich gucke mich hier nur so. Eine Reihe Sonderangebotswurfsendungen sind über den Schreibtisch verteilt. Ich brauche keine Reklamesendungen, besonders nicht die von anderen Leuten. Hm. Ach was, ich lasse den Fernseher eingeschaltet. Okay. Ich habe keine Zeit, mich mit Computerspielen abzulenken. Schade eigentlich. Ein Computermonitor mit einem uralten Spiel drauf. No, 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 Senor. Der General hat befohlen, dass niemand diese Karte ansehen darf. Er wird es doch nicht erfahren, wenn Sie es ihm nicht sagen. Sie kennen ihn nicht, Senor. Er würde es so leicht aus mir herausholen, wie das Schmalz aus seinen Ohren. Okay, okay. Ich muss ihn loswerden. Okay, ja. Vielleicht vergiften? Oder anders loswerden? Würden Sie einer alten Freundin von mir die Ruinen zeigen, jetzt wo der General weg ist? Es wäre mir eine Ehre, Senor. Danke, ich gehe sie schnell holen. Ja. Hi. Ich habe alles arrangiert für Ihren Besuch im Tempel, Pearl. Oh, das ist aber wirklich lieb, George. Warum kommst du nicht mit, Honey? Würde ich ja liebend gern, aber gerade jetzt muss ich schnell mal die Welt retten. Hm. Wer kennt's nicht?
Eigentlich möchte man Tempel besuchen, aber dann musste man wieder die Welt retten. Hör mal, Süßer, ich suche einen offiziellen Fremdenführer, der mich zur alten Pyramide bringt. Für eine bezaubernde Dame würde ich bis ans Ende der Welt gehen. Und für sie immerhin bis zur Pyramide und zurück. Aber was ist mit ihrem Mann? Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Also lass uns abhauen. Okay. Sehr pflichtbewusst. Ich gehe dann mal. Tschüss, ne? Nachdem Pearl und Reinaldo sich auf den Weg zur Pyramide gemacht haben, gehe ich daran, das Polizeirevier zu durchsuchen. Der Aktenschrank ist wahrscheinlich abgeschlossen. Ja, wahrscheinlich. Probier's doch aus. Mann. In der Ecke steht ein Aktenschrank. 2-1 Risiko. Na, hier kommt Karte. Sieht aus wie eine geologische Übersichtskarte der Gegend südöstlich von Caramonte City. Etwa 80 Kilometer landeinwärts und flussaufwärts war ein Gebiet mit dem Wort Teokulkan markiert. Oh jo, er ist bereit, gerettet zu werden. Es ist Miguel, der Musiker. Ein Stück Seil zu einer Henkersschlinge geknüpft. Ich komme nicht an die Schlinge ran. Hm, ja schon. Ich bin George Stobbart. Du bist Miguel, der Musiker, stimmt's? Ex-Musiker, Senor. Meine Karriere ist beendet. Ein Besuch im Gefängnis könnte doch ein prima Karriereschub werden. Senor, ich würde lieber sterben, als mit dieser Schande zu leben. Warum hängt diese Schlinge darunter? Reinaldo hat sie für mich geknüpft, damit ich mich aufhänge. Weinen Sie nicht um mich, Senor Stobbart. Wenn ich tot bin, wird die Göttin meine Seele zur ewigen Ruhe ins Paradies führen. Mhm. Kennst du einen Kerl namens Karsak? Ja, der alte Mann hat von ihm gesprochen. Der Ausländer? Professor Aubier? Stimmt, dieser Mann, Karsak, er ist Aubiers Boss. Das war's? Irgendwas darüber, dass wir dich hier rausholen wollen? Nicht? Okay. Tschüss. Ja, war das alles? Ja, guck mal. Das würde ihn kaum interessieren. Oder stressen. Jeden anderen hier im Dorf. Das würde ihn kaum interessieren. Hundefutter? Das würde ihn kaum interessieren. Und? Tschüss. Ein schöner Ausflug. Gut. Überblende zu Nico vielleicht? Nö, okay. Ich will eigentlich im Moment gar nichts weiter von ihm wissen. Oh, hier, besucht euren Kumpel, ist keiner mehr da. Ich habe keine weiteren Gesprächsthemen auf der Pfanne. Ziege loslassen. Karte. Ich habe mir diese Karte auf dem Polizeirevier gründlich angesehen. Es ist eine Karte von Caramonte. Verrät die uns, wo Aubier hin will? Ja, zu einem Ort namens Teokulkan. Da ist die Mine. Ich frage mich, warum die so geheimnisvoll tun, was Aubiers Pläne angeht. Eines ist sicher.
Wenn der General mit drin hängt, führen die nichts Gutes im Schilde. Ich würde gerne mal mit diesem Musiker Miguel reden. Nehmen Sie einen Sprengsatz und holen Sie ihn aus diesem Gefängnis raus. Mach ich glatt. Kaboom. Das ist der Zünder aus dem Büro der Bergbaugesellschaft. Okay. Vielleicht ist es der Zünder, der Kaboom macht. Mal, was ich habe. Hier ist der Zünder, Duane. Reden Sie etwas leiser, George. Oder wollen Sie, dass jeder Sie hören kann? Sie gehen am besten rüber und warnen Miguel vor, dass die Kavallerie unterwegs ist. Okay. Okay, ist klar. Ein verloren aussehender Bursche, das ist nie... Ja, wissen wir doch. Außenrum? Sieht aus, als wäre das Fenster in diesem Gitter. So, Typ. Hey, Miguel. Was ist los? Was passiert? Wir holen dich hier raus. Wer ist wir? Haben die Amerikaner die Delta Force geschickt? Nö. Das Team von Cobra übernehmen Sie? Bring mich nicht zum Kotzen. Viel besser. Also wer? Ein portionierter Grußkartenverkäufer aus Ohio. Ich bin verloren. Ja. Da bist du nicht der Einzige. Ich hätte es wissen müssen, als ich Sie zum ersten Mal sah. Sie bringen nichts als Ärger. Hören Sie, ich kann alles erklären. Rein in die Zelle. Sofort. Und wenn ich mich weigere? Dann erschießt er Sie. Okay, alle schön hergucken, wie ich ganz ruhig in die Zelle marschiere. Das war Absicht? Kluge Entscheidung, elender Norteamerikaner. Einer der Gründe, warum ich Feuerwaffen so hasse, ist, dass sie die Leute so unhöflich machen. Ich hoffe, Sie genießen Ihren Urlaub, Senor Stobart. Geh deine Waffe polieren, Renaldo. Das war doch bestimmt Teil Ihres Planes, richtig? Jo. Naja, auf eine gewisse Art, nein. Mir sind gerade die Ideen ausgegangen. Jetzt hängt es allein an Nico. Ah, okay. So, da wären wir. Sie haben sich ja umgezogen. Ich dachte mir, ich schlüpfe schnell mal in was Bequemeres. Der Gestank von billigem Rasierwasser überrollt mich wie eine Tränengaswolke. Also, was wollen Sie denn über mich wissen? Fragen Sie und ich werde antworten. Ich werde Ihnen nichts, gar nichts abschlagen. Hey. Auch ein Hohenvilla. Ich bin ein sehr großzügiger Mensch. Wie schön für Ihre Freunde. Ihre Augen glänzen heller als die Sterne. Von seinem verdammten Rasierwasser tränen mir die Augen. Mir geht langsam das Sofa aus. So mutig wie schön. Ich bewundere sowas. Schön, solange er es aus der Ferne bewundert. Wieso jetzt so ein paar Pixeln dieses breite Grinsen hier gemacht haben und man ihn so richtig ätzend findet. Das Porträt irgendeines Typen in Uniform. Das ist General Graziento im voll aufgedrehten Schwerenöter-Modus. Da ist unser Schiff. Ein Tigerfell liegt auf dem Boden. Dem Tiger ist nicht mehr zu helfen. Stimmt wohl. Wie aus dem ersten Teil. Dem Elch an der Wand. Ziemlich flott unterwegs gewesen sein, als die Wand plötzlich in den Weg kam.
Ein ausgestopfter Schwertfisch. Beim genaueren Hinsehen entdecke ich, dass der Schwertfisch mit Einschusslöchern übersät ist. Warte. Der General ist ein echter Sportsmann, da gibt's kein Vertun. Die absolute Spitzentechnologie. Zumindest im Jahr 1978. War noch nicht so lang her. Wir erinnern uns daran, das hier spielt 97. Oder zumindest ist das Spiel von 97. Ich will das Bild nicht. Gut. Eine Lavalampe. Ziemlich cool, auf eine etwas rückständige Art. Der General hält sie zweifellos für cool. Punkt. Ich will keine Lavalampe. Weiß nicht, was Gutes. Dieses Tigerfell, den haben Sie doch nicht selbst erlegt, oder? Leider nein. Ich musste ein synthetisches aus den Vereinigten Staaten importieren. Aber man liegt da sehr bequem drauf. Nackt. Bedauerlicherweise bin ich allergisch auf Kunstfasern. Blocks. Ist das eine Lavalampe? Klar. Sieht sehr beeindruckend aus im Dunkeln. Ich mache kurz mal die Vorhänge zu. Nein, nein, bitte nicht. Es ist doch so ein herrlicher Tag draußen. Großer Fisch. Selbst gefangen? Gefangen? Ha, Angeln ist was für Kinder. Aber wir haben... Moment mal, sind das Einschusslöcher? Zwei ganze Magazine mit einer Vollautomatik. Der hat sich vielleicht angestellt. Mir gefällt Ihr, Fernseher. Oh ja? Cool, was? Mami! Was ist hier los? Nichts, Mami. Ich war nur... Ich bin in Uniform. Und wenn ich meine Uniform anhabe, heißt das... Senora la Presidenta. Entschuldige, Senora la Presidenta. Also, was ist los hier? Was geht hier vor? Nicht, Senora la Presidenta. Ich habe meiner Freundin Nico gerade nur gezeigt, was ich für tolle Sachen habe. Hallo. Guten Tag, Senorita. Und was für Absichten haben Sie in Bezug auf meinen Sohn? Absichten? Wir haben nur geredet. Wie nett. Sie hat ein gutes Knochengerüst, Raoul. Hat sie auch Verstand? Sie ist Reporterin. So, ist sie das? Und was für Fragen hat sie dir gestellt? Ich bin freischaffende Fotojournalistin. Ich mache Lifestyle-Reportagen. Für welche Art von Zeitschriften? Ist wohl am sichersten, die Dummchen-Tour zu versuchen. Mit gutem Knochengerüst. Für Hallochen, das Leben der Superreichen und Scheinheiligen, Neidmagazin. Exzellent. Raoul, zur Abwechslung hast du mal eine gute Wahl getroffen. Es ist wohl ziemlich klar, wer hier das Sagen hat. Ich hoffe nur, George fängt etwas Sinnvolles mit der Zeit an, die ich ihm hier verschaffe. Und dann geht's weiter mit. Und als Sie in dieser Band da gespielt haben, da habt ihr diesen Song wirklich 2 Stunden lang runtergedudelt? Ja, wir waren wirklich berühmt an unserem College. Obwohl unsere Version war längst nicht so gut wie das Original. Ich habe das Lied noch nie gehört. Aber das dürfte wohl zweifellos stimmen. Hey! Psst! Hey, George! Duane Henderson, bin ich froh, Sie zu sehen. Gehen Sie zum amerikanischen Konsul und sagen Sie ihm, dass ich hier ohne Anklage eingesperrt worden bin. Was soll denn das bringen, George? Der Konsul war Ihr Vormieter in genau dieser Zelle. Wir müssen gutes amerikanisches Know-how anwenden, wenn wir Sie hier rausholen wollen. Kabum. Oh, oh. Know-how und diesen Wagen voll Sprengstoff, den ich zufällig dabei habe. Duane, hören Sie mir zu. Sie werden uns alle umbringen damit. Sie sind so ein alter Schwarzseher, George. Das läuft wie Schnitzelbraten, glauben Sie mir. Negativ an negativ, positiv an positiv. Glaube ich jedenfalls. Okay, nur ein Minütchen. Ich muss mich nur gerade in sicherer Entfernung zurückziehen. Wir schlagen zu, Miguel. Los, die Matratze. Ihr habt komische Sitten da oben im Norden. Und los! Zu spät. Sind wir schon tot?
Mist! Was ist los mit dem Sprengstoff? Es gibt keinen Sprengstoff. Mein bescheuerter Lieferant muss mir organischen statt chemischen Dünger eingepackt haben. Alles, was ich jetzt hier habe, sind 400 Pfund leicht angetoastete Pferdeäpfel. Ein wunderschönes Bild, Duane. Aber machen Sie sich nichts draus, mir fällt schon was anderes ein. Ja, Stabile Gitterstäbe schützen das kleine Fenster. Auf dem Weg komme ich hier nie raus. Hier dazu. Auf diesem Weg kann ich nicht fliehen. Diese Tür sieht mir ziemlich stabil aus. Ja, aber ist sie auch abgeschlossen? Ja, ich glaube schon. Ich habe bedauerlicherweise keinen Schlüssel zu diesem Schloss. Stimmt. Die Tür ist verschlossen. Vielleicht können wir was improvisieren. Ich habe hier so einen spitzen Gegenstand. Das hat schon mal funktioniert. Ich komme nicht an die Schlinge ran. Gib her, dein Ding da. Hör mir zu, Miguel. Gib mir das Seil und ich bringe uns hier raus. Gibt es einen Ort, wo du dich vor dem General verstecken kannst? Natürlich. Meine Freunde haben ein Boot bereit liegen, das mich flussaufwärts bringen kann. Aber wie wollen sie hier ausbrechen, mit nichts als einem kurzen Stück Seil? Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich denke mir was aus. Aber wenn Ihr Plan nicht funktioniert, darf ich mich in Frieden aufhängen, ja? Ja, sicher. Ich will eigentlich im Moment gar nichts weiter von ihm wissen. Echt nicht? Vielleicht sollte er... Auf diesem Weg kann ich nicht fliehen. Oder wir haben ein Seil daran... Er will nicht mit ihm reden? Ah, okay, ich laufe. Okay. Hey, Duane, ich möchte, dass Sie dieses Seil an Ihrem Wagen festbinden und dann ein Stück vorfahren. Keine Ahnung, ob das wirklich klappt, aber ich habe das schon oft in Schwarz-Weiß-Western gesehen. Natürlich benutzte John Wayne ein Pferd, während Duane einen kleinen Viertonner fährt. Aber immerhin, das Prinzip ist doch logisch einwandfrei. Ja, ja. Wie Sie meinen, George. Bitte verzeihen Sie meiner Mutter. Sie kann manchmal etwas schwierig sein. Oh mein Gott, Raoul. Mach ihr einen Antrag, du Idiot. Hören Sie nicht auf sie. Sie will nur endlich Enkel. Glaub bloß nicht, ich könnte dich nicht hören, Raoul. Ich will einen würdigen Nachfolger. Und das bist nicht du. Also mach ihr jetzt einen Heiratsantrag, oder ich tu's für dich. Hören Sie, Nico, wir kennen uns noch nicht sehr lange, aber... Was zum Teufel war das? Ich weiß nicht, was da vor sich geht, aber es ist bestimmt Georges Werk. Ich sage nichts dazu. Denn das liebliche Geräusch zusammenbrechenden Mauerwerks sagt doch schon alles, oder? Schnell, Senior, zum Fluss. Hä? Wartet, was ist mit Nico? George, was hast du denn gemacht? Du solltest doch bloß einen Blick auf die Karte werfen und plötzlich fängst du hier den Dritten Weltkrieg an. Keine Zeit für Erklärungen, komm weiter. Kleine Bewegung, Terroristenabschaum. Redest du mit mir, Kleiner? Ja, ich rede mit dir, fetterer Mann. Und mein Name ist nicht Kleiner. Ein Wort der Warnung, mein Kleiner. Wenn du weiter mit diesem Erbsenwerfer vor meinem Gesicht rumfummelst, wird der Nächste, der ihn zu Gesicht bekommt, dein Proktologe sein, kapiert? General, ich kann mit Stolz berichten, dass ich die Terroristen gefasst habe. Du Idiot, nicht die, den anderen Amerikaner und diese Französin, das sind sie.
Animation. Aber so viel schöner als im ersten Teil. Als ich das Bewusstsein wieder erlange, bin ich allein, angespült am Flussufer. Mein Kopf schmerzt höllisch und in meinem Mund habe ich einen sumpfigen Geschmack. Zuerst dachte ich ja, die Musik spielt nur in meinem Kopf. Typisch für mich, im Paradies mit einer Migräne aufzuwachen. Aber ich folge dem Klang und entdecke ein Baumhaus in einer nahegelegenen Lichtung. Baumhaus, hä? Okay, das ist mein Stichwort. Haben wir gleich. So. Kurzer Spoiler fürs Innere. So sieht's da oben aus. Geflochtene Lianen bilden eine Art Treibriemen. Nehme ich. Dieses Lianenseil könnte noch nützlich sein. Ja, sicher. Umsonst sind meine Taschen nicht so voll. Die Konstruktion besteht aus einem groben Holzreifen mit Holzspeichen. Die Maschine ist kaputt. Schön, ja. Bei dem Geräusch von fließendem Wasser bekomme ich immer so einen Druck auf der Blase. Ich überlege kurz, ob ich nicht in die Fluten springen soll, aber wirklich nur sehr kurz. Hier könnten sich Robin und Bruder Tuck prima schlagen. Es wäre eine Schande, diese elegante Brücke zu ruinieren. Stimmt wohl. Als kleiner Junge wollte ich immer ein Baumhaus. Ja, auch von so eins. Hallo, jemand zu Hause? Ein großes Holzkreuz. Was locker deine Tasche. Es ist schwer, wohl mit Absicht. Ach so, ach, passt das nicht? Gut. Aber dafür steckt der Leitern ein, oder? Ein Haufen feuchter Blätter. Ein Haufen feuchter Blätter. Eine Holzkiste ist mit einem Wasserrad daneben verbunden. Das scheint gut zu funktionieren. Das Wasserrad wurde gebaut, um eine natürliche Energiequelle anzuzapfen, den Bach. Das Rad hat eine Kante aus grob gehämmertem Eisen. Die Eisenkante des Wasserrades würde mir die Haut von den Fingern fetzen, wenn ich es anfasse. Ach mal. Für die Wissenschaft. Zwei runde Steine sind sorgfältig auf einem Holzgerüst ausbalanciert. Die Steine sind zu schwer, um sie von Hand zu drehen. Mhm. Aber die Aussparung. Press mal. Was auch immer. Mit der Hebelwirkung des Kreuzes konnte ich einen der Steine drehen, doch der andere blieb unbeweglich liegen. Das haben wir auch gleich. Er sagt ja, den Keil legen. Die geflochtenen Lianen bilden einen Treibriemen, der die beiden Steine verbindet.
Jetzt funktioniert das Gerät. Wie hat er die da drauf geknotet? Die müssten sich doch jetzt in die gleiche Richtung drehen, was uns nicht weiterbringt. Ah, nee. Okay, alles klar. Er hat eine 8 gelegt. Wow. Liebe zum pixeligen Detail. wir wollen aber noch da hoch. Blätter. Bombe. Wasseratmet Metallkante. Und hier sieht man, dass sich das immer bewegt. Also irgendwann mit Luftzug für da oben. Ab oder so. Was haben wir denn noch? Diese Feuerstein. Aha. Ich halte die Statue an die Eisenkante des Rades und ein Funkenregen sprüht auf den Blätterhaufen herunter. Nasse Blätter, ne? Die Blätter sind zu feucht, um von alleine zu brennen. Okay. Der Zeitungsausschnitt ist genau das, was ich zum Anzünden der feuchten Blätter brauche. Ich halte die Statue an die Eisenkante des Rades und ein Funkenregen sprüht auf den Blätterhaufen herunter. Schnell, Mann, machen Sie das Feuer aus. Ich habe eine kranke Frau hier oben. Tut mir leid, Pater, aber ich musste irgendwie Ihre Aufmerksamkeit erregen. Wer sind Sie? Und was wollen Sie? Mein Name ist Stobbart, George Stobbart. Ich bin Pater Hubert. Ich vermute, Sie sprechen nicht zufällig Französisch? Warum wollen Sie das denn wissen? Ich habe heute Morgen eine junge Frau am Fluss gefunden. Sie hat hohes Fieber. Das arme Ding ist dem Tode nahe und ich kann nichts für sie tun als beten. Ich verstehe sie nicht, aber ich glaube, sie spricht Französisch. Warten Sie mal, das muss Nico sein. Nachgucken, erst quatschen. Das ist Pater Hubert. Ist er. Das ist meine Freundin, die Sie da in Ihrem Baumhaus verstecken. Was ist los mit ihr? Sie ist von einer giftigen Flussschlange gebissen worden. Aber können Sie nicht irgendwas für sie tun? Es muss doch ein Heilmittel geben. Penicillin und Morphium sind mir schon vor Jahren ausgegangen. Aber die Eingeborenen erzählen sich von einer Wurzel, die das Gift neutralisieren soll. Was machen Sie eigentlich hier draußen im Dschungel? Gottes Werk verrichten. Nicht ganz das Ziel, das ich früher vor Augen hatte, aber immerhin. Naja, Sie wissen ja, was man so sagt. Unerforschliche Wege und so. Sie wollten gar nicht hierhin? Nein, ich war unterwegs zum Bergbaucamp oben im Norden. Aber ich bin hier hängen geblieben, als mein Boot auf dem Fluss kenterte. Genau das Gleiche ist mir auch passiert. Wie lange sind Sie schon hier? 11 Jahre. Okay. Wo kann ich diese Wurzel finden? Das weiß ich nicht, aber vielleicht kann es uns der Schamane des Dorfes sagen. Zeigen Sie mir den Weg zum Dorf. Ich? Oh, aber ich kann nicht. Kann nicht? Nikos Leben hängt davon ab. Er will nicht. Sie haben ja recht. Natürlich, ich darf nicht meine eigene Schuld und Scham, aber ich kann doch nicht als Stellvertreter des Herrn mit zerknittertem Kragen gehen. Ein zerknitterter Kragen? Sie wollen sagen, dass Ihnen Ihre gepflegte Erscheinung und Kleidung wichtiger ist als das Leben einer kranken Frau? Ich gehe nicht in das Dorf, wenn ich nicht wenigstens so gut wie möglich aussehe. Geben Sie Ihren Kragen mal her. Ich finde bestimmt einen Weg, ihn zu glätten. Jo, das haben wir ja schon gefixt. Vielen Dank, mein Sohn. In der Zwischenzeit muss ich über meine Predigt nachdenken. So quasi.
Diesen Priester belastet offensichtlich noch einiges mehr als nur die Knitterfalten in seinem Kragen. Die sind quasi überlevelt. Das ist schon fertig. Ich? Wo wollen Sie denn dahin? Oh! Ich muss Nico sehen. Bitte, mein Sohn. Ich weiß, dass es schwer für Sie sein muss, aber sie darf wirklich nicht gestört werden. Ja, das Mädchen braucht seine Ruhe. Ich will ihn nichts weiter fragen. Gut. Dann, Bügelservice stoppert. Pater Huberts Kragen. Er will, dass ich ihn bügle. Auf geht's. Hier bin ich also gelandet. Hunderte von Kilometern von zu Hause, um den Haushalt eines Priesters zu führen. Ja, die Welt ist schon ziemlich komisch. Pressen Sie dies. Die Bügelpresse funktioniert erstaunlich gut mit dem Kragen. Ja. Pater Huberts Kragen. Und sehr hübsch gebügelt, muss ich schon sagen. Sie sollten Geld dafür nehmen. Oder Muscheln oder Steine. Hier ist Ihr Kragen, Pater. Ja, keine Ausreden mehr. Vielen Dank, George. Sie glauben bestimmt, es sei etwas versponnen von mir, so einen Wirbel zu machen. Oh nein. Wenn ich 11 Jahre im Dschungel gelebt hätte, wäre ich wahrscheinlich auch völlig Banane. Banane? Ja, vielleicht bin ich das wirklich, seit meinem letzten Besuch im Dorf. Aha. Oh. Wollen Sie mir nicht erzählen, was im Dorf passiert ist? Ich habe mein Gelübde vergessen. Ich ließ mich überwältigen von der Schönheit dieses unberührten Paradieses. Und in einem Moment der Schwäche brach die animalische Leidenschaft in all ihrer Bosheit durch. Haben Sie schon mal daran gedacht, romantische Literatur zu verfassen? Sind Sie vielleicht auch irgendwie eine körperliche Verbindung eingegangen in diesem Dorf? Ja. Ich schäme mich, es zuzugeben. Aber ich habe den Affentanz getanzt. Den Spitznamen dafür kannte ich noch gar nicht. Ich will lieber nicht noch tiefer in Huberts dunkler Vergangenheit wühlen. Okay, Affentanz läuft. Jetzt, wo Sie Ihren Kragen wiederhaben, bringen Sie mich jetzt zum Dorf? Ich habe meine Predigt noch nicht fertig. Hören Sie mir mal gut zu, Pater. Ich weiß nicht, warum Sie sich so sträuben, in das Dorf zu gehen, und es geht mich auch nichts an. Aber der Grund kann wohl... Sie haben recht. Entschuldigung. Ich muss verrückt sein. Wir müssen uns beeilen, wenn wir das Dorf vor Einbruch der Nacht erreichen wollen. Als wir endlich im Dorf ankommen, ist es Sonnenuntergang. Ach, die sind super, die beiden. Ich erinnere mich. Hallo, Jungs. Freut mich zu sehen, dass ihr immer noch die Unterhosen tragt. Die waren das schönste Weihnachtsgeschenk, das wir jemals bekommen haben, Pater. Meine ist zu eng. Tja, so müssen wir alle unser Päckchen tragen. Das hier ist George. Er möchte euch was fragen. Ich kann leider nicht bleiben. Viel Glück, George. Okay, das war's, ne? Dafür so ein Gehabe mit dem Kragen? Was für eine Erleichterung. Ich fühle mich nie ganz wohl, wenn er in der Nähe ist. Ich auch nicht. Diese verdammten Hosen krabbeln mir immer den Hintern hoch. Also, was wollen Sie? Meine Freundin ist von einer Schlange gebissen worden. Ja und? Meine ganze Familie ist schon von einer Schlange gebissen worden. Ich bin sogar mal von einer Maus gebissen worden. Es geht ihr wirklich schlecht. Ich habe gehofft, euer weiser Mann hätte vielleicht eine Medizin. Ein weiser Mann? Der muss im falschen Dorf sein. Pater Huberts sagte, hier im Dorf gäbe es einen weisen Mann, der mir helfen könne. Nein, hier gibt es keinen, auf den diese Beschreibung passt. Oh, er meint bestimmt den alten Mann, den Schamanen. Oh, ich dachte, der erfindet all diese Geschichten nur, die er so erzählt. Ich hätte ihn nie als weise eingestuft. Wollt ihr einfach rumstehen und zusehen, wie meine Freundin stirbt? Natürlich nicht. Halten Sie uns vielleicht für primitive Wilde? Wir beginnen natürlich sofort mit den Vorbereitungen für eine Feuerbestattung. Oh, toll. Danke.
Ich möchte gerne zum Schamanen. Sie können da nicht einfach reingehen und mit dem Schamanen reden. Warum nicht? Sie müssen sich an das Protokoll halten. Der Schamane verlangt Tribut. Tribut? Ihr meint sowas wie ein Geschenk? Stimmt, genau. Die ewige Frage, was schenkt man einem Mann, der schon alles hat? Kann ich dir sagen. Hundefutter. Gebt mir doch mal einen Tipp, was für Sachen mag euer Schamane? Hat er ein Hobby, einen Lieblingssport? Sie beleidigen uns. Der Schamane lebt auf einer höheren Geistesebene. Na gut, dann vielleicht ein Buch oder ein Puzzle. Hassen Sie es auch so, Geschenke für Leute auszusuchen, die Sie gar nicht kennen? Dieser nützliche Metallkegel ist für 1000 Dinge zu gebrauchen. Ja, zum Beispiel? Als Schutzhelm beim Mofa-Fahren? Glaube ich nicht. Hat euer weiser Schamane vielleicht Verwendung für einen Lippenstift? Nicht in der Farbe. Haben Sie nichts in Schwarz? Natürlich nicht. Hört mal, ich weiß, es ist nicht viel, aber ich möchte eurem Schamanen das hier schenken. Soll er das etwa essen? Er ist schließlich ein alter Mann. Er könnte daran ersticken. Aber es ist leicht zu kauen. Dieser Stein hat mich hergebracht. Das ist ein Geisterstein. An ihrer Stelle würde ich den nicht anfassen. Du hast recht. Er könnte verflucht sein. Ja, dann bleibt wohl nur noch ein Snack. Hier, diese Kekse werden ihm schmecken. Wenn Sie meinen. Und ist das Ihr erster Besuch auf unserem Planeten? Ich stamme vom selben Planeten wie ihr. Ich bin aus Kalifornien, also sind wir praktisch Nachbarn. Er mochte die Kekse, besonders die schwarzen. Er will wissen, ob sie noch mehr haben. Die Wachen schauen so grimmig drein, wie das eben bei jemandem geht, der nur seine Unterhose anhat. Ja, und die haben sie ja scheinbar noch nicht so lange an. Die Wachen schauen so grimmig drein, wie das eben bei... Es wäre ziemlich sinnlos, dem Schamanen die leere Dose zurückzuschicken. Ach, warte, was, jetzt soll ich den... Wer da reinhauen? Echt? Stopp! Das hier ist ein Privatdorf. Privatdorf, ja. Ich lege mein Stück Glückskohle in die leere Schachtel. Oh, habe ich jetzt was versemmelt? Ich glaube, man braucht die Kohle später noch. Aber vielleicht klappt es auch einfach nicht. Hier, ich habe noch ein paar Kekse für den Schamanen gefunden. Ich werde sie ihm bringen. Ja, toll. Mach das. Die sind voll lecker. Womit vergnügt ihr euch hier denn so im Dschungel? Wir machen Dokumentationen. Taptik und ich sind in 7 TV-Filmen und einem Artikel des National Geographic erschienen. Der Schamane wollte den schwarzen Felsen nicht. Danke. Ach schon, ich krieg meine Glückskohle nicht wieder. Mein Stück Glückskohle. Es wäre ziemlich... Okay, Hier, lass mal über den Stein sprechen. Ich lege den Maya-Stein in die leere Schachtel. Hier, ich habe noch ein paar Kekse für den Schamanen gefunden. Ich werde sie ihm bringen. Hoffentlich kriegt der Kollege Kilometergeld. Der Schamane will mit Ihnen reden. Das hatte ich doch gehofft. Also war nett mit euch zu plaudern, Jungs. Tschüssing.
Der Mittelpunkt des Dorfes, das gemeinsame Kochfeuer. Oder einfach nur was zum Chillen. Das Feuer ist zu heiß, um nahe ranzugehen, selbst wenn ich wollte. Der Mann ist damit beschäftigt, ein Stück Stoff zu weben. Dieser Mann ist nicht derjenige, nach dem ich suche. Also trotzdem anquatschen. Der alte Kerl war offensichtlich der Schamane dieses Dorfes. Ja, könnte sein. Oder eine pixelige Decke. Hi, ich heiße George Stobart. Bitte setzen Sie sich. Willkommen, George. Danke. Es ist seit langem geweissagt worden, dass ein weißer Mann den Kojotenstein in dieses Dorf bringen würde. Ist das so? Wow. Diese Animation. Ich vermute, das hier wäre Ihnen wohl nicht sehr nützlich. Aber im Gegenteil. Dieses Wachs am Stiel wird unser Leben verändern. Wie denn das? Was wollt ihr damit? Unsere Körper für den Affentanz schmücken. Meine Freundin ist von einer Schlange gebissen worden. Und Sie wollen, dass ich sie heile? So war's geplant. Können Sie ihr helfen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Mein Zahnfleisch ist auch nicht mehr das, was es mal war. Was? Warum besucht Pater Hubert so ungern das Dorf? Ich weiß auch nicht. Er kam früher viel hierher, aber dann hat das einfach aufgehört. Man sollte doch annehmen, er würde gerne mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen. Warte, was? Sagten Sie gerade, dass Pater Hubert Kinder hat? 3 Mädchen und 5 Jungen nach meiner Rechnung. Alle in derselben Woche gezeugt, beim Fest des Affentanzes. Ja. Gut. Keine Fragen. Hören Sie, meine Freundin liegt im Koma. Bitte, alter Mann, geben Sie mir die Wurzel. Welche Wurzel? Weiß ich auch nicht. Pater Hubert hat mir von einer Wurzel erzählt, die den Biss der Flussschlange heilen kann. Tja. Ist diesen Leuten denn nichts heilig? Das war unser Geheimnis, das nur den Leuten meines Stammes bekannt war. Wenn diese Wurzel Nikos Rettung bedeutet, dann will ich sie. Schnell. Es ist noch Zeit, George Stoppard. Zeit, um zu erfahren, warum sie hierher gerufen wurden. Geschichte. Na schön. Wenn ich mir ihre Geschichte anhöre, bekomme ich dann die Wurzel? Der Aal reist weit, doch er kehrt immer zur Stätte seiner Geburt zurück. Ach ja, ich vergaß. Mein Zeitplan ist ziemlich knapp, also überspringen Sie bitte den Rätselteil, ja? Vor vielen Jahren, als die Welt noch jung war, wurde Quetzalcoatl, der große Gott und König, durch Verrat und Betrug besiegt. Sein Feind, Tezcatlipoca, nahm seinen Platz als Anführer ein und forderte schreckliche Menschenopfer. Eine Gruppe loyaler Priester fand schließlich einen Weg, Tezcatlipoca in eine Falle zu locken und einzusperren. Doch seine Macht war so groß, dass sie wussten, er würde nicht für immer eingesperrt bleiben. Seine Gefangenschaft würde mit der Sonnenfinsternis enden, die auch das Ende des 5. Zeitalters bringen sollte. Und so stellten die Priester 3 Obsidiansteine her, die die Macht hatten, den Spiegel für alle Zeiten zu versiegeln. Doch bevor die Steine an ihren Platz gelegt werden konnten, wurden sie von den spanischen Invasoren geraubt. Aber wie haben sie den bösen Gott gefangen? Sie bauten eine Pyramide und sie sagten Tezcatlipoca, sie sei ihm geweiht. In der Mitte der Pyramide errichteten sie einen riesigen Spiegel aus perfekt poliertem Obsidian. Sie lockten ihn in die Pyramide mit Lob und Schmeichelei und benutzten dann Zauberei, um ihn in den Spiegel zu verbannen. Wow, das halt so läuft. Geht mir ständig. Nehmen wir mal an, ich glaube, dass an ihrer Story irgendwas dran wäre. Außer den wilden Hirngespinsten eines durchgeknallten alten Mannes. Nehmen wir mal an, ich schlucke die Geschichte mit Haut- und Barthaaren. Was dann? Dann würden sie erkennen, dass das Schicksal der gesamten menschlichen Rasse auf ihren Schultern ruht. Und wieder? Was geschah mit den Steinen? Die Spanier brachten sie in die Küstenstadt, die heute Caramonte heißt. Nur einer der Steine erreichte Spanien.
Die anderen beiden fielen in die Hand von Freibeutern. Der Jaguarstein wurde von dem englischen Kapitän El Draco geraubt. Der Adlerstein fiel einem Piraten namens Ketch in die Hände. Der dritte, der Kojotenstein, erreichte sicher das spanische Festland. Das ist der Stein, den sie jetzt besitzen. Gut, dann weiß ich auch wieder bei den anderen Schauplätzen, die ich im Kopf hatte, warum man überhaupt noch da ist, wenn man jetzt schon im Dschungel ist. Alles klar, wir brauchen mehr Steine. Bekomme ich irgendwas, um Tezcatlipoca zu bekämpfen? Was denn zum Beispiel? Naja, eine magische Waffe. Bleiben Sie doch bitte realistisch, George. Hier findet bald eine Sonnenfinsternis statt, richtig? Stimmt. Die Sonnenfinsternis, die das Ende des fünften Zeitalters anzeigt, wird noch vor dem nächsten Vollmond stattfinden. Weniger als 2 Wochen. Ich glaube nicht wirklich daran, dass Tezcatlipoca zurückkehren wird. Aber ich vermute, Karzaks Pläne hängen irgendwie damit zusammen. Ja, genau der. Muss ein Kumpel sein hier von dem. Wie ist der? Earl so und so von Sandwich? Erzählen Sie mir mehr über den Adlerstein. Der Stein wurde auf eine Galeone gebracht, zusammen mit vielen anderen Kunstschätzen, die die Spanier geraubt hatten. Aber kurz nach dem Auslaufen kam ein fürchterlicher Sturm auf und beschädigte das Schiff. Es wurde schließlich von dem blutrünstigen Piraten Captain Ketch abgefangen. Ketch überwältigte kurzerhand die Mannschaft, stahl den Schatz und versenkte das spanische Schiff. Captain Ketch abgefangen? Ganz im Ernst, wie gut war der denn jetzt gerade? Erzählen Sie mir mehr über den Jaguarstein. Vor vielen Jahrhunderten segelte ein Schiff unter spanischer Flagge in den Hafen von Caramonte. Der Kapitän, ein Mann namens El Draco, schickte Soldaten ans Ufer. Erst als die Soldaten den Bürgermeister festnahmen, merkten die Einwohner, dass es sich um englische Freibeuter handelte. Der Bürgermeister wurde als Geisel genommen, während die Soldaten die Stadt ausraubten und plünderten. Unter den Schätzen, die sie erbeuteten, war auch der Jaguarstein. Wo ist der Adlerstein jetzt? Das weiß niemand genau. Ketch zog sich von der Piraterie zurück und kaufte sich eine Insel in der Karibik. Da müssen wir wohl hin. Wo ist der Jaguarstein jetzt? Ich vermute, El Draco nahm ihn mit in seine Heimat, jenseits des großen Meeres. Nach England. Was mache ich, wenn ich alle Steine gefunden habe? Bringt sie hierher zu mir. Ich werde euch vorbereiten auf das, was zu tun ist. Die Steine müssen ins Herz der Pyramide gebracht werden. Nur dort können sie das Tor versiegeln, durch das Tezcatlipoca in diese Welt zurückkehren wird. Bekomme ich jetzt die Wurzel? Hier, nehmen Sie sie. Beeilen Sie sich, wenn Sie das Leben des Mädchens retten wollen. Der Kolibri singt mir von Tod und Untergang. Jetzt sprechen Sie schon wieder in Rätsel. Hören Sie, kann ich mich hier irgendwo hinhauen? Ich finde den Weg durch den Dschungel im Dunkeln sowieso nicht. Gerne, aber Sie werden wahrscheinlich nicht viel zum Schlafen kommen. Heute ist die Nacht des Affentanzes. Yes! Ich verlasse das Dorf bei Sonnenaufgang und torkele, noch benebelt vom Partyrausch, durch den Dschungel zurück. Das erinnert mich daran, wie ich mich früher ins Haus meiner Eltern zurückgeschlichen habe, als ich noch jünger war. Nur hatten wir in Oakland keine Affen und Papageien. Und bestimmt auch nicht irgendwelche coolen Substanzen aus irgendwelchen Wurzeln zum Feiern. Ein Stück. Ein Stück. Oh. Das ist doch eine schöne. Das ist doch eine schöne Einstellung. Um kurz dieses hier zu machen. Können wir uns alle noch was zu trinken holen. Nochmal pinkeln gehen. Und dann geht's weiter. Thank you.
So, da ist er wieder. Ich muss gerade nebenher noch einen Kumpel verarzten. Der hat sich aus unserer gemeinschaftlichen Schrauberhalle ausgeschlossen. Beziehungsweise seinen Schlüssel drin gelassen. Das kriegen wir aber noch irgendwie hin. Kann sein, dass ich zwischendurch mal kurz ans Handy muss. Ist denn hier der Typ? Da ist der Typ. So, da ist er wieder. Wie gesagt, kann sein, dass ich zwischendurch mal einmal öfter aufs Handy gucken muss, damit er an seinen Schlüssel kommt. Ich überlege gerade, vielleicht muss er so heute an den Schlüssel, aber das wird wohl nichts. Ja, kriegen wir hin. So, ich hoffe, ihr habt ein bisschen der schönen Musik gelauscht. Wo habe ich dieses Bild hingepackt? Ja, Häuschen Ende. Dürfen wir jetzt vielleicht endlich mal nach Nico gucken, ne? Hey Katze, was treiben Sie da? Wow, das Bild im Bild, ne? Mhm. Einmal schön außenrum den Rahmen. Ist doch. Pater Hubert, ein Mann mit einer Mission. Missionieren. Diese Orgel repräsentiert Jahre mühsamster Arbeit. Ja, wie hat er die zusammengezimmert? Bambus und richtigen Orgelteilen? Ich habe keine Lust, Orgel zu spielen. Gut. Dann nicht. Noch Schönes? Pater Huberts persönlicher Altar. Mit. Ich halte es für besser, den Altar nicht zu entweihen, während Hubert sich um Nico kümmert. Gut, dann danach. Woraus Hubert wohl seine Kerzen herstellt? Aus Wachs. Ich kann mit Huberts Kerzen nichts anfangen. Der Schlangenbiss hat Nico böse mitgenommen. Nee, ich hab noch keine Pausenmusik parat. Mal gucken, vielleicht irgendeine oben. Ist das Open Source bei Musik? Nee, ne? Weiß schon. Free to use, free common, irgendwas, Lizenz, Pausenmusik. Aber in dem Fall, das ist der Orgelfuzziler. Nico, ich hab dir diese Wurzel mitgebracht. Sie ist auf gar keinen Fall in der Lage, die Wurzel zu kauen. Ich muss ihr das Gegenmittel in einer leichter verdaubaren Form verabreichen. Jo, im Ganzen reindrücken. Ach, ah. Und er hockt da nur so rum. Er sagt mir nichts über diese geile Wurzel. Auskochen oder so. Die Wurzel, die Nico von den Folgen des Schlangenbisses heilen soll. Jo, anlaufe. Sieht aber aus, als hätte das wieder Haken. Das Zäpfchen. Der Schamane meint, Sie sollten mal Ihre Kinder besuchen. Er hat es Ihnen also erzählt. Hören Sie, Hubert, eine etwas größere Familie zu haben, das ist doch keine Schande. Aber an Ihrer Stelle würde ich mich mehr dafür schämen, dass Sie nicht für Ihre Familie da sind. Es war dieser verdammte Affentanz, der mich auf Abwege geführt hat. Ja, ein solcher Anblick muss schwer zu vergessen sein. Eine Woche lang. Du hast 7 Kinder in diesem Dorf. Alter, schwere Nöter. Oh, ist ein Handy. Ah, okay. Jo, ich muss das hier gerade nochmal kurz muten und hier den schlüssellosen Kumpel helfen. Genieß die Dschungelgeräusche. So. Schlüsselproblematik geklärt. Erstmal. Weiter geht's. Wurzel. Ich habe die Wurzel, Hubert. Worauf warten Sie denn dann noch? Geben Sie sie dem Mädchen. Habe ich ja versucht, aber sie nimmt sie nicht. Sie Narr. George, Sie müssen den Saft herauspressen, damit sie ihn trinken kann. Na klar. Na klar. Ja, kau an diesem holzigen Stück irgendwas. Wenn wir vorhin schon seinen Kragen gebügelt haben, ist das mit dem Pressen jetzt hier nicht mehr so das Hammerrätsel. Eine Kleinigkeit vielleicht, an die man vorher denken muss. Aber tatsächlich, ach, weiß ich die noch.
Kapsel. Und was zum Auffangen. Diesen ollen Behälter. Der Metallkegel ist ein ausgezeichneter Behälter. Hätte ich früher nicht drauf gekommen, ne, diesen blöden Kegel da drunter zu fangen. Die Flüssigkeit, die aus der Wurzel gepresst wird, sammelt sich in dem Metallkegel. So soll es sein. Der dudelt schon wieder. Sehen Sie doch, Hubert, das Gegenmittel. Nun, worauf warten Sie denn dann? Geben Sie es dem Mädchen schnell. Nico. Hier, trink das. Oh, George. Das schmeckt ja scheußlich. Schluck's einfach runter. Versuch jetzt ein bisschen zu schlafen, Schatz. Du wirst deine ganze Kraft noch brauchen, wenn wir die beiden anderen Steine suchen. Die anderen Steine? Das ist keine Nachricht, wenn man gerade irgendwie aus dem Koma war. Was für andere Steine? Wo hast du mich denn jetzt schon wieder reingeritten, George Stobbett? Den Stein war deine Nummer. Schon immer gesünder, wie früher. Nico hat sich schnell von ihrem Fieber erholt. Um Zeit zu sparen, haben wir beschlossen, uns zu teilen und jeden Stein einzeln zu suchen. Ich bin der Spur des Piraten Ketch zu einer entlegenen Karibikinsel gefolgt. Mit dem Vermögen, das er in seinen Piratentagen angehäuft hatte, zog er sich zu einem Ort zurück, den man später Ketch's Landing taufte. Ja, super. Ist ein krasser Cut, so, hey, du bist wieder wach, wir machen uns mal auf in die Welt, aber dafür hat man einfach nochmal schöne Schauplätze, obwohl man eigentlich schon bei diesen komischen Pyramiden ist, ne, und ist schon da, wo das Setting eigentlich stattfindet. Und außerdem sind hier ein paar schöne Sachen. Ich weiß gar nicht, ob der Herr Weltensegler das mit der... Du kanntest das letzte Mal mit der Ziege, nicht, ne? Und vielleicht noch ein Detail oben im Haus. Gucken, ob dir das früher aufgefallen ist. Mir ist es nicht aufgefallen, ich habe es irgendwann mal gelesen. Ja, und nochmal die Schlüsselgeschichte. Sofort wieder da. So, und schon wieder zurück. Aber ist der hier nicht cool? Täuschend echt. So. Der Kerl betrachtet eine große Zeichnung. Ich weiß zwar, dass dieses Gerät ein Theodolit ist, aber ich habe keine Ahnung, wie man damit umgeht. Ich wusste das nicht. Siehste? Ich könnte das Ding einfach einschalten und mich verpissen und kein Mensch wird's merken. Ein Netz, das zum Trocknen in der Sonne hängt. Ich will kein Fischernetz. Warum kann ich es dann anklicken? Nimm's mit. Ah, er ist cool. Ein seetaugliches kleines Boot, das einen neuen Anstrich vertragen könnte, ansonsten aber makellos sauber und gepflegt ist. Ich weiß ja nicht mal, wo an so einem Segeldingsbums der Anlasser ist. Irgendwo an der Schnur ziehen. Der Junge ist vielleicht 11 oder 12. Er angelt mit der völligen Konzentration eines Menschen, der alle Zeit der Welt hat. Alter, hätte ich auf dieser Insel auch. Hi, ist das hier Ketch's Landing? Aber sicher. Willst du etwas Fisch kaufen? Ich mag keinen Fisch. Wie heißt du? Rio, das heißt Fluss. Und du? George, das heißt, naja, ist halt so ein Name. Ja. Weißt du irgendwas über Piratenschätze? Mann, das sind doch alles nur Märchen. Es gibt keine echten Piratenschätze. Boah, was? Keine Schule heute?
Nein, Sir. Was ist mit deiner Ausbildung? Ich kann fischen, segeln und schwimmen. Ich habe mich selbst versorgt, seit ich 6 war. Und ich spreche 2 Sprachen. Bist du für den Job als Strandobdachloser nicht überqualifiziert? Die Konkurrenz ist groß und wird immer jünger. Stimmt es, dass Captain Ketch hier in der Gegend gelebt hat? Das stimmt. Das da oben auf dem Hügel, das ist sein Haus. Es ist heute ein Museum. Ja, das ist genau das, was ich suche. Danke, mein Junge. Du wirst nicht reinkommen, Mann. Die alten Schwestern haben es zugemacht. Wer sind diese beiden alten Damen, von denen du geredet hast? Miss Frost und Miss Mina Ketch. Warum haben die beiden Ladies das Museum geschlossen? Das war Bronsons Schuld. Der Typ mit dem Theodoliten? Der hat Pläne, wie man das Museum umbauen könnte. Sie werden es aber noch bedauern. Der Kerl ist ein Betrüger. Was weißt du über Captain Ketch? Nur was jeder hier weiß. Er war Pirat und wurde gehängt. Hängt? H-E-N? Ist das so? Keine Ahnung. Ja, geil. Pirateninsel mit Piratenschätzen. Voll cool. Yo, ho, und ein Gläschen. Nicht ganz voll. Whisky. Üb nicht aus dem Bild laufen. Sieht aus wie Baupläne. Zeig her. Ich muss einfach einen Blick auf diese Baupläne werfen. Hey, raus da! Raus? Komisch, wo immer ich hingehe, überall höre ich diese Worte. Paris, Syrien, Irland oder Spanien, das ist wohl international. Was ziehen Sie denn hier für eine Show ab? Ich habe nur versucht, etwas Interesse an Ihrem Projekt zu zeigen. Echt mal. Undankbarer Pflege. Ich bin George Stobbart. Sie sind Landvermesser. Habe ich recht, Mr. Bronson. Und natürlich bin ich Vermesser. Warum zum Teufel hätte ich sonst wohl einen Theodoliten? Keine Ahnung. Vielleicht Ihr Hobby? Ja, sicher doch. Was wollen Sie überhaupt hier? Ich suche nach einem antiken Maya-Kunstwerk. Was soll das sein? Schmuck oder so? Nein, ein Stück Obsidian. Ein schwarzer Stein mit angeblich mystischen Kräften. Sie sind ja bescheuert. Vielleicht ein bisschen. Der sieht so ähnlich aus wie der Stein, den ich suche. Warum glauben Sie, dass Sie ihn gerade hier finden? Als die Steine im 17. Jahrhundert gestohlen wurden, da... Au. Moment mal. Au. Die Steine sind seit 300 Jahren verschwunden? Ungefähr. Und Sie hoffen, sie wiederzufinden? Sie sind ja verrückt. Und warum gerade hier? Ein weiser alter Indio-Schamane hat mir erzählt, er habe die Steine in einer Vision gesehen, wo... Das hat was. Was Bescheuertes. Hauen Sie ab, ich hab zu arbeiten. Hören Sie, hat der Kleine Ihnen Ärger gemacht? Der Fischerjunge? Nein, der war ganz höflich zu mir. Der? Pah, das ist ein kleiner Krimineller. Schätze, er hat Ihnen erzählt, ich sei ein mieser Typ, was? Oh nein, das ist ein braver Junge, der würde sowas nie sagen. Klar würde er, der kleine Drecksack. Okay. Was machen Sie mit dem Theodoliten? Das alte Haus vermessen. Ich habe große Pläne mit dem Schuppen. Ach ja? Aber sicher. Schauen Sie sich um. Was sehen Sie? Ein Paradies. Ich sehe geschäftliche Möglichkeiten. Dieser Ort ist reif für eine touristische Erschließung. Eigentlich gefällt er mir so, wie er ist. Und das unterscheidet uns. Sehen Sie, Mr. Stobbart, man könnte sagen, ich bin ein Mann mit Visionen. Ich sehe eine großartige Zukunft für Cat's Landing und sie beginnt genau hier, mit diesem Haus. Ja, ja. Wie vermisst man denn so ein Haus? Ich habe eine reflektierende Markierung am Ende eines der Flaggenmasten da auf dem Haus angebracht. Ich peile sie durch den Theodoliten von verschiedenen Punkten aus an, notiere die Winkel zur Grundlinie und trianguliere dann den ganzen Kram, um die genaue Position des Ziels zu erhalten. Verstanden? Warum gerade das Ende eines Fahnenmastes? Wäre nicht eine Hausecke oder so besser? Sind Sie Landvermesser? Nein, ich habe Jura studiert. Dann halten Sie die Schnauze. Okay, okay, okay. Erzählen Sie mir was über die beiden alten Ladies. Wen? Die Ketch-Schwestern? Die eine ist verrückt wie ein Opossum und die andere verwandelt sie in ein Warzenschwein, wenn sie nicht aufpassen. Okay, cool. Hexen? Könnte ich mal einen Blick auf Ihre Pläne werfen? Kommt nicht in Frage. Wieso interessieren Sie sich überhaupt dafür? Ich hatte schon immer den heimlichen Wunsch, Landvermesser zu werden. Ach wirklich?
Ja, sicher. Ich meine, ihr Vermesser seid doch die Erben der großen Erforscher. Heinrich der Navigator, Vasco da Gama, Chris Columbus. Sie segeln vielleicht nicht durch unbekannte Gewässer und entdecken keine neuen Kontinente, aber für mich sind sie Helden. Ehrlich, richtige Helden. Blöder Dünnschiss, Sie bleiben mir von den Plänen weg, ist das klar? Aber eine schöne Rede. Bis später mal, Bronson. Aber voll. Oh hey, Katzen. Weiß ich, ob die einfach eine Katze eingebaut haben, weil darum, hier so ein Ball und so, oder einfach, weil es im ersten Teil auch eine gab. Schönes Häuschen. Ja, der Mast mit dem Blinkedings. Aber eine Hausecke wäre echt cooler als so ein Mast, der mitten dieser Fläche liegt. Es ist ein altes Haus. Jo, tatsächlich. Das alte Haus. Das alte Haus. Okay, naja, nicht gleich rein spazieren, ne? Ein geschlossenes Fenster. Das Fenster ist verriegelt. Ach nein, Leiter. Die Leiter lässt sich leicht ausfahren. Und die fragen sich gar nicht, was ich hier so treibe. Ich komme hier an und fummel hier an dem Haus rum. Oh, süß. Eine niedliche kleine Miezemuschi. Das heißt eigentlich eher ein fetter alter Flohcontainer. Sie ist damit beschäftigt, einen roten Ball zu misshandeln. Ich glaube, er mag keine Katzen. Mich aber auch täuschend. Hey, Mieze, willst du spielen? Vorsicht, Mistkatze! Pass auf, wo du deine Krallen reinhaust. Kennt halt Menschen. Wenn man so negativ ankommt, kann er nicht hier dann die Disney-Prinzessin sein. Zwei ältere Damen sitzen vor dem Haus und genießen ihren Nachmittagstee. Ich genieße auch meinen Nachmittagstee. Hm. Guten Tag, ich heiße George Stobbart. Guten Tag, Mr. Stobbart. Dürfen wir Ihnen etwas Tee anbieten? Nein, vielen Dank, Madam. Ich mag keinen Tee. Schönes Bild. Ich habe mit Rio gesprochen, dem kleinen Fischerjungen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie den kleinen Nichtsnutz in meiner Gegenwart nicht erwähnen würden. Dieser schmutzige Mistkäfer. Dieses stinkende kleine Fischmaul. Das reicht jetzt. Danke, Nina. Ah, schön. Kalten, schwarzen Tee. Alkoholfrei. Ich vermute, Sie haben nicht viel Zeit für den kleinen Jungen. Dieses Kind ist ein Krimineller, Mr. Stobbart. Also hören Sie, der Kleine ist erst, na, vielleicht 11 oder so. Ein kleiner Schurke mit einem Bein in der Besserungsanstalt. Echt, findest du? Der riecht komisch. Vielleicht habe ich mich vergriffen. Du könntest recht haben. Gleich gedacht, dass der Tee komisch schmeckt. Was mögen Sie denn an Rio nicht, Miss Frost? Naja, vor einiger Zeit haben er und Emily... Halt sofort den Mund, Mina! Oh, ach ja, hier. Er und Emily. Von wegen Dingen, die dir vielleicht noch nicht aufgefallen sind. Ich glaube, es ging dabei um Emily. Ach so, ja, der... Das ist schwarzer Tee. Das ist Apfelschorle in einer braunen Flasche. Wegen der Vitamine. Können Sie mir etwas über Captain Ketch erzählen? Bestimmt mehr, als Sie uns über Ihren Groß-Groß-Groß-Groß-Großvater erzählen könnten. Yo. Sie sind seine Nachfahren? Aber sicher.
Captain Ketch wurde in Dorset in England geboren, zu Zeiten von König Heinrich VIII. Seine Eltern waren einfache Bauern, aber der junge Frederick Ketch beschloss, zur See zu fahren. Wir haben viele Seeleute in unserer Familie, Mr. Stobbart. Interessieren Sie sich für Geschichte, Mr. Stobbart? Voll. Ja, allerdings. Stimmt es, dass Frederick Ketch ein Pirat war? Frederick Ketch war mit Sicherheit kein Pirat. Sie haben ihn aufgehängt, müssen Sie wissen. Da unten am Strand, vor den Augen seiner Familie. Haben sich nicht mal die Mühe gemacht, ihn zu verurteilen. Haben ihn einfach vom Frühstückstisch weggeholt und in Ketten aufgehängt. Das ist nicht nett. Muss gerade mal was prüfen? So? Oder so? Ich lass den. Also dieser Tee heißt Woodford Reserve. Schmeckt. Ich habe keine Ahnung davon. Den hat meine Freundin, glaube ich, nur gekauft, weil er schön aussieht und wir mal was anderes haben wollten. Aber schmeckt. Also sie hat davon gehört, dass er gut ist und ist gut. Von daher, guter Tee. Woodford Reserve. Weiter im Text. Werbung Ende. Oh, toll. Ja, ich klicke auf den Stream. Jetzt. Also, wenn er kein Pirat war, warum haben sie ihn dann gehängt? Neid. Reiner, purer Neid. Er war ein erfolgreicher Freibeuter gewesen und er hatte große Reichtümer angesammelt. Reich wie ein Nerz im Käfig. Sei still, Mina. Ja, Frost. Ein missgünstiger Gouverneur und seine Lakaien wollten Ketchs Geld. Sie konstruierten irgendeine lächerliche Anklage, Missachtung der Bedingungen in seinem Kaperbrief oder sowas, und haben ihn gehängt wie einen gewöhnlichen Dieb. Das ist auch nicht nett. Nö, ach, Experte sind wir auch nicht. Da stehen zwar verschiedene Sachen, aber eigentlich nur so mal probieren, ob einem das auch schmeckt. Nicht so, ah, der und genau diese Richtung. Wenn es schmeckt, ist gut. Probieren uns so durch, nach und nach. Daneben steht auch ein Jim Beam Apple und einer hier dieser Feier mit Zimt oder so. Also einfach querbeet. Auch so Sachen, wo die Leute sagen, das mischt man nicht. Schmeckt halt. Der Tee. Alles Tee. Kaperbrief? Das Dokument, das es ihm erlaubte, die Feinde der Krone anzugreifen und zu vernichten. Der Unterschied zwischen einem ehrlichen Freibeuter und einem gewöhnlichen Piraten. Jo. Joho. Entschuldigung, Frost. Naja, warum hat Ketch ihnen dann nicht einfach gesagt, verzieht euch Jungs, ich habe eine Piratenlizenz? Frederick Ketch war kein Pirat. Aber er hat ihnen seinen Kaperbrief gezeigt. Doch sie haben ihn einfach zerrissen und ihn trotzdem gehängt. Piratenlizenz. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das meiste... Meiste müsste Bourbon-Tee sein. Untenrum. Japanischer. Nee, der japanische ist auch ein Whisky. Aber irgendrum steht da auch. Profi halt. Kenn mich richtig aus mit Tee. Sie waren dabei, mir etwas über Captain Ketch zu erzählen. Bitte fahren Sie doch fort. Oh ja, er segelte unter Hawkins. Jim Hawkins? John Hawkins, einem der größten Händler der elisabethanischen Epoche. 1568 war Frederick Ketch noch ein junger Mann und versah seinen Dienst an Bord der Jesus, Hawkins Flaggschiff. Sie segelten von England nach Afrika und dann über den wilden Atlantik zu diesen Inseln. Ketch sollte die Küste Englands niemals wiedersehen. Wieso ist Ketch nie wieder nach Hause gekommen? Weil die Spanier die Jesus durch Verrat versenken konnten. Sie sagten, Hawkins Flotte trieb Handel zwischen Afrika und Westindien. Womit hat er gehandelt? Schwarze Männer. Mit keinem Hemd an. Sie müssen bedenken, Mr. Stobbart, das war im 16. Jahrhundert.
Das ändert nichts an der Tatsache, dass Hawkins und Ketch Sklavenhändler und Piraten waren. Würde es Sie überraschen, wenn ich Ihnen erzählte, dass Hawkins außerdem ein strenggläubiger Mann war? Er transportierte Sklaven in einem Schiff, das nach Jesus Christus benannt war? Das macht ihn in meinen Augen zu einem Heuchler. Mach dich da nicht so beliebt. Du willst dich da noch umgucken. Was ist aus Ketch geworden? Ist er umgekommen? Oh nein! Er konnte entkommen und kehrte hierher zurück, auf diese Insel, genau in dieses Haus. Das Frederick Ketch Gedenkmuseum. Ja, und dann wurde er am Strand gehängt. Also er ist umgekommen. Ist das Ihre Katze? Ja, allerdings. Das ist Ruddles. Mögen Sie Katzen, Mr. Stobbart? Das sagt schon viel aus, dass der Daumen runter diesmal vorne steht, ne? Total, ja. Aber ja, besonders gegrillt. Medium. Okay, cool. Ja, deswegen waren die Daumen getauscht. Was soll denn das? Was können Sie mir über Emily erzählen? Emily? Was geht Sie das denn an? Ihre Eltern wurden bei einem Taifun getötet. Als ihre einzigen lebenden Verwandten haben wir die Bürde auf uns genommen, das Kind großzuziehen. Schön zu wissen, dass die gute alte Charité noch nicht tot ist. Die kenne ich nicht. War die auch an Bord bei dem Taifun? Mr. Stobbart redet nicht über eine Dame. Er gibt nur mit seinen Französischbröckchen und seinem Sarkasmus an. Mhm. Was können Sie mir sonst noch über Emily erzählen? Wie können Sie es wagen, so in unseren Familienangelegenheiten herumzuschnüffeln? Ich weigere mich auch nur noch eine weitere Ihrer impertinenten Fragen zu beantworten. Ich bin ein Detektiv. Gut, mehr Geschichten über Emily gibt's, glaube ich, am Strand. Und immer schön aufmerksam lauschen. Ne, Katze? Kann man dich nicht mögen hier. Und dich. Da liegt noch eine. Ich glaube, Bronson versucht, die netten, verletzlichen alten Damen hinters Licht zu führen. Das ist aber ein bisschen unfair, oder? Okay, er versucht, diese geistig umnachteten, giftigen alten Mädchen zu betrügen. Man muss immerhin seinen Scharfsinn bewundern. Erzähl mir doch mal was über deine Freundin Emily. Warum interessierst du dich so für Emily Ketch? Emily Ketch? Eine Nachfahrin von Captain Ketch, dem Piraten? Stimmt genau. Und das stört dich nicht? Warum sollte es? Wir sind doch nicht verantwortlich für unsere Vorfahren. Hat er recht. Hilfst du mir, an diese Pläne zu kommen? Ich traue mich nicht in Bronsons Nähe. Er hat mir geschworen, mich zu ersäufen, als er neulich den Fisch in seinem Schlafsack gefunden hat. Okay. Jo, Typ. Hat's Juck. Ja, klar, geh erstmal weg. Arsch. Uns sind für den Moment die Gesprächsthemen ausgegangen. Okay, alles klar. Tschüss. Sonst will ich von den Schwestern nichts weiter wissen. Okay. Es ist abgeschlossen. Ach was. Das Haus ist geschlossen. Wieso das? Es wird gerade renoviert. Ach, natürlich. Das muss das Grundstück sein, das Bronson gerade vermessen will. Wir haben vor, das Museum für das neue Jahrhundert fit zu machen. Das Frederick Ketch Gedenkmuseum. Das sehe im Neon bestimmt herrlich aus. Ein Museum für einen Piraten? Die Antwort darauf ist ein einiges Schweigen. Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, war er kein Pirat. Das ist genau die Art böswilliger Falschaussagen, die Mr. Bronson widerlegen will. Oh, wie das? Mr. Bronson hat sich freundlicherweise bereit erklärt, den Umbau des Museums zu einem sehr vernünftigen Preis durchzuführen. Er weiß, wie wichtig ein Verständnis der Geschichte ist. Komisch, da habe ich aber einen ganz anderen Eindruck von Bronson. Aha. Außerdem kennt er sich mit sphärischer Geometrie aus. Mina!
Na, wenn's doch stimmt. Hören Sie, Madame, ich bin von weit her angereist, um dieses Haus zu besichtigen. Wenn wir in Ihrem Fall eine Ausnahme machen, dann will nachher jeder rein. Verzeihen Sie meine Offenheit, aber ich musste mich nicht gerade durch eine wartende Menschenmenge quetschen. Sie sind immerhin der zweite Besucher heute. Nein, tut mir leid, völlig unmöglich. Dann gucke ich nur durchs Fenster. Sie da, was machen Sie da? Verzeihung, meine Damen, ich wollte nur mal auf Ihre Leiter klettern. Ich helfe Bronson. Oh nein, Sie sind ganz anders als er. Er ist sehr höflich, nicht wahr, Frost? Und er hat Grübchen, wenn er lächelt. Naja. Okay, ich will da rein. Ich will sein Ding hier manipulieren. Am Ende des Fahnenmastes hängt eine reflektierende Markierung, die Bronson als Zielpunkt benutzt. Ich komme nicht an den Fahnenmast und wegen dieses Gestrüpps kann ich die Leiter nicht benutzen. Okay. Warum willst du dann hier rauf? Lass mich rein. Bist du niedlich? Verstehe ich auch nicht. Katzen. Sie hängen wirklich an diesem Kater, wie? Er ist unser treuer Gefährte und unsere Freude. Ja. Ich könnte mir ja dieses kleine Monster schnappen und es als Geisel nehmen, bis sie mich reinlassen. Aber das ist nicht ganz mein Stil. Vielleicht kann ich ihre Zuneigung zu der Katze auf eine andere Art dazu benutzen, ins Haus zu kommen. Ist echt fies zu den Katzen. Im ersten Teil auch schon. Hör da bloß nicht hin. Okay, Zeit für eine kleine Ablenkungstaktik. Ich dachte, ich hätte unten am Strand ein kleines Mädchen gesehen. Da müssen Sie sich getäuscht haben. Da muss er sich getäuscht haben. Oder nicht, Frost? Ich bin sicher, das habe ich nicht. Ein kleines Mädchen und diesen Fischerjungen. Was? Das ist unmöglich. Was haben die beiden gemacht? Och, was alle kleinen Jungs und Mädchen so machen in dem Alter. Als ich ein kleines Mädchen war, haben wir Kuh und Melkerin gespielt. Gnade Ihnen Gott, wenn Sie uns belügen, Mr. Staubert. Gnade Ihnen Gott. Oh, Gott. Begleitet vom Knarren antiker Korsettstangen segelten die beiden Schwestern majestätisch über den Horizont. Kuhmelkerin. Ich weigere mich, weitere unnötige Blutvergiftungsrisiken einzugehen. Okay. Ich habe gerade zufällig keine Fahne bei mir, also muss der Fahnenmast wohl nackt bleiben. Ich komme nicht an den Fahnenmast und wegen dieses Gestrüpps kann ich die Leiter nicht benutzen. Gibt's so einige Sachen. Den Affentanz habe ich früher auch nicht gecheckt. Völlig ignoriert, dass er dann irgendwas mit 7 Kindern zu tun hat. Vielleicht in meinen besten Schulzeiten, aber heute nicht mehr. Mensch, komm, unter unserem Fahnenmast? Typisch Pechvogel Stobbart. Die Fenster sind alle verriegelt. Kann ich da... Nein, ich kann doch nicht einfach hingehen und Sachen in anderer Leute Fenster schmeißen. Muss er jetzt helfen, dass die weg sind? Oh. Es ist abgeschlossen. Es wäre ziemlich cool, die Katze unter Drogen zu setzen. Aber ich bringe es nicht übers Herz. Außerdem würden mich die beiden Schwestern lynchen. Hey, man hat ein bisschen was von einem Gewissen. Die Katze schaute mich an, als wollte sie sagen, warum hast du einen toten Wurm um den halben Erdball geschleppt? Und ich hatte keine gute Antwort darauf. Ja, die Katze ist klüger als du.
Würdest du mir einen Fisch überlassen, mein Junge? Du hast doch gesagt, du machst dir nichts aus Fisch. Er ist nicht für mich, er soll ein Geschenk sein. Für die alten Damen? Ist mal was anderes als immer Blumen und Pralinen, wie? Nein, er ist für ihren Kater. Okay, wer springt dabei für mich raus? Ich bezahle dir den Fisch. Ich habe karamontanische Dollars, französische Francs und Traveler-Schecks. Du scherzt doch wohl, die nächste Bank ist 3 Inseln weit weg. Ist dieser Wurm einen Fisch wert? Könnte einen guten Köder abgeben. Wie ist er gestorben? Ich glaube, der ist in Tequila ertrunken. Genau wie mein Onkel Gabriel. Ja, ich nehme ihn. Okay, ich besorg dir einen Fisch. Kann aber ein bisschen dauern. Okay, das war irgendwie logisch, aber ich hätte ihm erstmal diese Hose geben sollen. Dieses Höschen. Warum haben die beiden Ladies das Museum geschlossen? Das war Bronsons Schuld. Der hat Pläne, wie man das Museum umbauen könnte. Oh, ich weiß alles über Mr. Bronsons nette Pläne. Fehlt nichts dazu, dass ich die eben hier runtergehetzt habe? Gut. Geht da lang. Sind die Schwestern hier vorbeigekommen? Jo, die wollten diesen Fischerbastard aufknüpfen. Habe ihnen natürlich haarklein beschrieben, wo sie ihn finden können. Nicht nur ein Ekel, auch noch eine Petze. Wie nett. Aber irgendwie hat er es geschafft zu verduften. Bis später mal, Bronson. Guck du da durch, ich guck auf deine Pläne. Komm schon. Ach, so wird das nix. Guck du auf deine Pläne, ich guck da durch. Da blinkt das linke Ding. Uns sind für den Moment die Gesprächsthemen ausgegangen. Okay. Was? Die sind auch weg? Das Fenster ist verriegelt. Dann brauche ich wohl erst einen Fisch. Hast du die verrückten Schwestern vorbeikommen sehen? Und ob, sie sahen heute irgendwie noch verrückter aus als sonst. Darum habe ich mich versteckt, bis sie wieder weg waren. War auch ganz gut. Die dachten, du hättest mit Emily gespielt. Oh Mann, waren die geladen. Emily? Du bist ja noch wahnsinniger als die. Hey? Ist total wahnsinnig, dass wir mit Emily gespielt haben. Kein Glück mit den Fischen heute? Nö, die beißen einfach nicht an. Die wissen, dass sich ein Sturm zusammenbraut. Ein Sturm? Glaube ich nicht. Hey, da hat einer angebissen. Wirklich? Ein großer, ein richtig großer Fisch. Zieh ihn rein, Rio. Himmel, das muss ja ein Wal sein oder sowas. Ja, ja. Das ist der rostigste Wal, den ich je gesehen habe. Ich brauche immer noch einen Fisch, Rio. Okay, ich versuch's nochmal. Vielleicht solltest du lieber den Köder wechseln. Ja, zum Beispiel diesen fetten Wurm. Der einzig brauchbare Teil des Fahrradwracks ist der Schlauch aus dem Reifen. Man weiß ja nie, wann man sowas mal brauchen kann. Ich weiß, wann man sowas mal brauchen kann.
Ein verrosteter halber Fahrradrahmen. Sonst ist an dem Fahrradwrack nichts, was ich brauchen könnte. Der Schlauch von dem alten Fahrradwrack, das Rio aus dem Meer gefischt hat. Ein knapper Meter leicht angemodertes Gummi, bestimmt für irgendwas zu gebrauchen. Mhm. Aber ein bisschen mehr als ein Meter. Immer noch weg. Oh, dass sie jetzt schon ging. Vielleicht ist das doch keine so gute Idee. Scheinbar nicht. Das da runterkicken. Nö, so weit und fest kann ich nicht werfen, dass ich die Markierung runterwerfen könnte. Du kannst doch diesen Schlauch rumpeitschen. Oh, süß. Eine niedliche kleine Miezemuschi. Das heißt eigentlich eher ein fetter alter Flohcontainer. Sie ist damit beschäftigt, einen roten Ball zu misshandeln. Uns sind für den Moment die Gesprächsthemen ausgegangen. Okay. Ich stehe auf dem Schlauch. Cool. Vielleicht gibt es ja jetzt schon Fisch. Meistens hilft es ja, einmal kurz aus dem Bild zu gehen, damit irgendwas spawnt. Vielleicht spawnt jetzt ein Fisch. Na? Hier ist ein Fisch, nimm schon. Es ist etwas schwierig, ihn in die Tasche zu stecken, solange der so rumzappelt. Kein Problem. Bam. Wird nicht weiter erklärt, ne? Kurze Animation. Klappt. Der Fisch ist nass und glitschig und mit Sicherheit tot. Ab geht's. Komm, tausche Fisch gegen Ball. Okay, Katze, du hast es zwar nicht verdient, aber hier ist ein Fisch für dich. Das kleine Monster frisst die Fische, aber es lässt den Ball dabei nicht aus den Augen. Verdammt, was? Echt? Oh, süß. Sie ist am... Ich weigere mich weit... Ja toll, jetzt habe ich keinen Fisch mehr, aber... Hä? Aber sie immer noch den Ball? Was? Und bei wem? Ubiers Konto. Kontoauszug schleppe ich auch noch rum. Geil. Fisch. Kannst du oben ranhängen? Ich komme nicht ran. Da geht die Leiter hoch. Immer mit der Ruhe. Das sollte ich mir nochmal überlegen. Weiß nicht, was nimmt ja den ollen Fisch? Ich glaube auch, dass der... ich weiß gar nicht, ob der Ball einen hier schon weiterbringt. Der Ball ist auf jeden Fall noch ein Easter Egg für den Bengel am Strand unten.
Was war mit dem... Ach, hier, warte. So. Ich bin nicht überzeugt, dass wir das Richtige tun. Okay. Ich gedacht, wir machen da so ein Katzenspielzeug draus. Das bringt's nicht. Okay. Leiter. Mast. Kommt da nicht an? Ich komme nicht an den Fahnenmast. Ja. Ich bin mir relativ sicher, dass man den Schlauch hier so hinhängen muss. Das war's vielleicht. Vielleicht habe ich eine große Karriere als Surrealist vor mir. Glaube ich nicht. Okay, ganze Fisch. Den Fisch an den Schlauch hängen. Ach, fuck. Also, hoffe ich. Aber möglich wär's. Gib mir noch so einen. Hier ist ein Fisch, nimm schon. Sorgt er mich jetzt endlos mit Fischen? Macht gar nicht weiter, ne? Willst du noch einen? Nicht einfach. Status habe ich mir hart erarbeitet. Die ganze Zeit gratis Fisch. Das sollte die alte Katze in Schwung bringen. Ich hoffe nur, sie bekommt nicht gleich einen Herzschlag. Wovon? Läuft. Das ist der Ball, den ich der Katze weggenommen habe. Ist er noch stolz drauf? Oh, süß. Ich will nicht den Zorn dieses Monsters auf mich lenken, indem ich meine Finger in Reichweite seiner Krallen bringe. Ich habe echt keine Ahnung. Der ist mir gerade so eingefallen. Ich hänge das da mal hin. Ich wüsste jetzt nicht, dass es großartig verschiedene Lösungswege gab bei Baffins Fluch. Also vielleicht doch, aber... Oh. Also mir ist ja gerade so der eingefallen. An was anderes habe ich mich auch nicht erinnert. Immerhin rückt er den Fisch raus. Sind für den Moment. Gut. Dann holen wir uns mal das nächste Easter Egg ab. Quasi. Was hast du da? Was würdest du mir im Tausch gegen diesen schönen roten Ball anbieten? Ich könnte dir eine sehr schlimme arabische Beleidigung beibringen. Vergiss es. So, das war's. Was kann ich mit einem alten Fahrradschlauch anfangen? Ich weiß, was ich damit machen würde. Ich würde die größte Schleuder bauen, die du je gesehen hast. Und damit würde ich Bronson aus sicherer Entfernung Fische um die Ohren klatschen. Mit deinen ballistischen Fischkonstruktionen wirst du dir eines Tages noch ganz großen Ärger einhandeln. Ja, aber es ist eine gute Idee. Die Ackel kalt, ne?
Glaube ich nicht. Gottchen. Ach, Schleuder und Dingsbums und ach Gott. Sehe ich hinten noch was? Ein großer Baum steht neben dem Haus und die Zweige bilden ein einladendes U. Mhm. Mir fällt kein Grund ein, warum ich auf Bäume klettern sollte. Musst du auch gar nicht. So, und jetzt könnten wir... Ich glaube, das ist auch optional und auch irgendwie unnötig. Wir können mit dem Ball hier rumballern. Oder... Ich lege mein Stück Glückskohle in die Schleuder. Ziele sorgfältig. Nein! Mein Stück Glückskohle verschwindet in der Ferne. Sieht aus, als wolle es wirklich in eine erdnahe Umlaufbahn eintreten. Jo. Glückskohle weg. Fürs Erste. Ich lege den Ball in die Schleuder. Ziele sorgfältig. Jawohl! Okay, dann war es eben ein Glückstreffer. Aber ich habe die Theodolitenmarkierung sauber von der Spitze des Fahnenmastes geschossen. Geht hier vor. Ja, Bronson. Ihnen auch einen schönen guten Tag. Sie schon wieder. Haben Sie an meiner Theodolit-Markierung rumgemacht? Nein. Wo ist die denn? Ich musste schon mal zum Fenster rausklettern, um sie anzubringen. Verdammt, jetzt muss ich das alles nochmal machen. Aber nicht jetzt. Das Haus ist verschlossen und die Schwestern sind nicht da. Elender Mist. Ich muss meine Reservemarkierung an dem anderen Flaggenmast anbringen. Einen ganzen Morgen umsonst gearbeitet. Ich mache das alles fertig hier und dann mache ich Sie fertig. Darauf können Sie sich verlassen. Ach, wirklich? Na schön, ich warte. Ja, ja. Warte? Oder ich guck mir deine Pläne an. Und das nehme ich auch. Was liegt an, Bronson? Hängen Sie einfach so rum? Dafür bringe ich Sie um, Stobart. Holen Sie mich hier runter. Wozu? Damit Sie mich besser umbringen können? Sie haben mich gerade überredet, Sie lieber noch etwas hängen zu lassen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, Bronson da oben hängen zu lassen. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Ja, ist auch nicht so schlimm. Die Markierung ist ein helles, glitzerndes Ding. Und ich habe eine geheime Schwäche für helle, glitzernde Dinger. Elster? Ohne Theodoliten ist das Ding aber nicht viel wert. Ja, macht ja nichts. Ich weigere mich weiter. Oh, süß. Sieht aus wie Baupläne. Sieht aus, als könnte ich die einfach mitnehmen. Nachdem Bronson aus dem Weg geräumt ist, kann ich endlich einen ungestörten Blick auf die Pläne werfen. Bauzeichnungen von Architekten sagen mir eigentlich nicht viel. Aber so viel verstehe ich. Das hier sind Pläne für ein fünfstöckiges Luxus-Piratenhotel mit 200 Zimmern. Ein weiterer Fleck auf dem weißen Tischtuch des Paradieses. Dann gehen wir damit mal petzen. Und das da will ich haben. Einfach nur, weil darum... Ne? Einfach eingesteckt. Unendliche Adventure-Taschen. Hier, guck dir den Zappel-Philipp an. Das freut den Kleinen doch bestimmt. Schau hier, Bronsons Pläne. Und, hatte ich recht? Ist der Penner ein Betrüger? Worauf du dich verlassen kannst.
So, na gut. Das ist die elektronische Markierung, die Bronson für seinen Theodoliten benutzt hat. Oh. Bronsons Theodolit. Ein seetaugliches kleines Boot, das einen neuen Anschluss. Sieh da! Wieso hängt Mr. Bronson da am Flaggenmast? Der ist da ganz alleine hochgeklettert. Dann helfen Sie ihm, Sie dummer Mann. Schnell, bevor er runterfällt. Die scheiß Leiter könnt ihr da nicht aufstellen? Bronson hängt vom Flaggenmast wie der Wurm an Rios Angel. Hey, holen Sie mich runter! Wie heißt das kleine Zauberwort? Bitte? Schade, ich dachte eher an Alakazam. Tja. Tja. Ich habe Ihre Pläne, Bronson. Ich weiß alles über das Hotel. Ja und? Das ist eine Angelegenheit zwischen mir und den alten Mädels. Diese netten alten Ladies haben Ihnen vertraut. Das hier wollten Sie bestimmt nicht. Leute wie die wissen doch gar nicht, was sie wollen. Statt Geld mit diesem Mausoleum zu verschwenden, könnte ich hier richtig Profit rausholen. Aber das hätten Sie erst mit den Damen besprechen sollen. Wenn ich Sie runterlasse, versprechen Sie dann, Ihre ganzen Pläne offenzulegen? Aber natürlich. Und Sie werden sich mit Miss Frost und Miss Mina auf einen geschmackvollen Kompromiss einigen? Geschmack? Was hat denn Geschmack mit Architektur zu tun? Oh Mann, Sie müssen wohl doch noch ein wenig da oben bleiben, bis Sie zur Vernunft gekommen sind. Sie elende Ratte! Tschüss. Bis später mal, Bronson. Hi, dürfte ich fragen, ob... Ach, hören Sie doch auf! Helfen Sie lieber dem armen Mr. Bronson! Eigentlich nicht. Hier, Bronsons Pläne. Das sagt mir alles nichts. Sie hat ihre Lesebrille nicht auf. Ah, warten Sie mal. Ja, jetzt sehe ich es. Jetzt sehe ich alles ganz klar. Der Mann plant, ein riesiges Hotel zu bauen. Mhm. Bronson hat unser Vertrauen schmählich missbraucht. Ja. Mina, man wollte uns reinlegen. Bin ich froh, dass wir seinen Vertrag nicht unterschrieben haben. Oh, ich hasse Vertrauensmissbrauch. Besonders schmählichen. Komm mit, Mina. Bin fertig. Ja, das kommt sehr überraschend. Mr. Bronson? Sie dürfen sich ab sofort als Persona non grata betrachten. Jawohl. Cave canem. Bitte lösen Sie sich freundlicherweise auf der Stelle von unserem Flaggenmast und entfernen Sie sich von unserem Grund und Boden. Dalli, dalli, lösen und entfernen. Hey, hören Sie damit auf, Sie verrückte alte Schachtel. Wie können Sie es wagen? Mina ist nicht verrückt. Sie ist nur auf charmante Weise etwas exzentrisch. Klar, wie eine fliegende Kuh. Autsch! So schön der Ausblick hier auch ist, wäre ich Ihnen doch sehr dankbar, wenn Sie mich jetzt ins Museum ließen. Aber sicher, junger Mann. Wir sind Ihnen zutiefst verbunden, dass Sie diesen Bösewicht entlarvt haben. Mina, das Schloss. Vielen Dank, meine Damen. Stoppard, seien Sie ein Mensch. Schaffen Sie mir diese Harpyien vom Hals. Harpyien? Echt? Autsch! Mir einfällt, das Harpy-Konzert ist ausgefallen, was sehr schade ist. Während George sich in der Karibik die Sonne auf den Bauch scheinen lässt, fahre ich nach London. Es ist vielleicht etwas weit hergeholt, aber ich will mit meiner Suche nach dem Jaguarstein im Britischen Museum beginnen. Ach ja, ich habe ja behauptet, ich wusste noch Schauplätze, wo es hingeht. Das wusste ich nicht mehr. Also jetzt ja, aber vorhin habe ich mich vertan. Seriös aus. In meiner Handtasche ist nichts Brauchbares drin, nur eine einsame Haarspange. Ja. Die man noch braucht. Jetzt wäre sie ja nicht da. Und warum sollte man erstmal sein Inventar durchforsten? Das ist eine Haarspange. Wow. Ein Telefon, wahrscheinlich nur für das Personal. Echt?
Die Statue sieht mittel- oder südamerikanisch aus, vielleicht aztekisch. Ich bezweifle, dass ich diesen Steingiganten in meinem Handtäschchen rausschmuggeln könnte. Versucht, macht klug. Die Maske sieht eher afrikanisch als amerikanisch aus. Ich will die Maske nicht, auch wenn sie mich an jemanden erinnert. Dieser Stein ist von der Größe und vom Stil her identisch mit dem Kojotenstein. Nur trägt dieser Stein das Abbild eines Jaguars. Den wollen wir doch haben. Die Vitrine ist verschlossen. Hör mal auf. Sowas würde George tun, ich nicht. Also ich würde es auch tun. Ein handgewebter Wandbehang mit einem südamerikanischen Muster. Ja, und es bedeckt einen Durchgang. Entschuldigen Sie, Fräulein, die Ausstellungsstücke bitte nicht berühren. Ja, ja. Die beiden jungen Japanerinnen amüsieren sich unverständlicherweise köstlich über irgendwas. Nicht über Töpfe. War doch schon. In der Vitrine stehen ein paar Vasen. Vielleicht bin ich deswegen ja eine Philisterin, aber alte Vasen langweilen mich. Zu Recht. Da war doch noch eine Vitrine. Ein kleines, glattes Viereck aus poliertem Obsidian. Überhaupt nicht das, was ich suche. Der Beschreibung nach ist das der Wahrsagespiegel, den Sir Francis Drake Dr. John Dee geschenkt hat. So wie John Dees Dreibein aus dem ersten Teil? Die Vitrine ist verschlossen. Was aber irgendjemand sein könnte, weil John Dee ist ja irgendwie so ein Platzhaltername für Tote mit unbekannter Identität. Eine riesige Statue von jemandem, der wichtig gewesen sein muss. Früher mal. Von dieser Statue will ich nichts wissen. Naja, vielleicht wo er den Hut her hat. Trichik. Die Statue sieht vom Motiv her buddhistisch aus, aber die Ausführung ist mittelamerikanisch. Ich will mit dieser Statue nichts zu schaffen haben. Sie macht mich irgendwie nervös. Gut. Wahrscheinlich ist es hier. Oh Gott. Ist der Ongbaks Kopf? Ah, das würde ich mir angucken wollen. Aber die geben hier so mit ihrem Parallax-Scrolling an, dass das Ding einfach verschwindet. Der Museumswärter zeigt es nicht offen, aber ich fühle, dass er jede meiner Bewegungen verfolgt. Profi. Kann ich Ihnen helfen, Miss? Sicher, sicher. Was ist das für ein Ding? Was können Sie mir denn über den Wahrsagespiegel erzählen? Ach, der gehörte dem Alchemisten und elisabethanischen Teilzeitspion Dr. John Dee. Sir Francis Drake brachte ihn aus der neuen Welt mit und schenkte ihm die. Er stammt aus der Maya-Kultur. Alchemist? Dann ist es wirklich unser Dreibein-Typ aus dem ersten Teil. Was ist ein Wahrsagespiegel? Naja, so eine Art Kristallkugel, nur dass man nichts darin sieht. Offenbar hatte Dee einen Partner, der durch den Spiegel mit den Engeln redete. Wenn Sie mich fragen, hat er einfach völlig einen an der Kappe. Denkt so. Ich glaube nicht, dass sich der Museumswärter für eine Haarspange interessiert. Nicht mal für eine so niedliche wie die hier. Wofür dann diese Gesprächsoption? Können Sie mir etwas über den Stein mit dem Jaguar darauf erzählen? Den sogenannten Jaguarstein hat Sir Francis Drake aus Amerika mitgebracht. Wie Sie ja schon wissen, hat er ihn zusammen mit dem berühmten Wahrsagespiegel John Dee geschenkt. Der alte Verrückte mochte den Stein aber nicht, hielt ihn für Teufelswerk. Kommen Sie mit, junge Dame. Ich zeige Ihnen den Spiegel. Ich habe schon... Ach, was egal. Da ist er. John Dees berühmter Wahrsagespiegel, ein Geschenk von Francis Drake. Wissen Sie, ob es irgendeine Verbindung zwischen diesem Spiegel und Tezcatlipoca gibt? Bitte wem? Tetzli... Tetzlat...
Kli, das kann ich ja noch nicht mal aussprechen. Ah, da ist jemand, der Ihnen da besser weiterhelfen kann als ich. Diese junge Dame hat ein paar Fragen, Professor. Ich glaube, sie ist aus Frankreich. Professor Aubier. Was? Sie beide kennen sich wohl schon, wie? Entschuldigen Sie mich, das Telefon. Aber ja, irgendwie wissen wir, wer das ist. Wir treffen uns wieder. Mademoiselle, Frankreich? Ja, ich glaube, da wohnen Sie doch auch, Professor. Ich habe ein Haus dort in einem Vorort von Paris, aber ich bin seit Monaten nicht mehr da gewesen. Ich dachte, Sie bleiben in Caramonte, um die Sonnenfinsternis zu beobachten. Tja, leider hat das Geschäft Vorrang. Eine wichtige Ladung von Kunstwerken, eine Leihgabe an das Britische Museum. Aber ich gedenke rechtzeitig wieder in Caramonte zu sein. Professor Aubier, Ihr Taxi ist da. Wenn Sie mich bitte entschuldigen würden, ich habe etwas Dringendes an den Docks zu erledigen. Zweite Gesprächsoption futsch. Können Sie mir ein paar Fragen zum Jaguarstein beantworten? Selbstverständlich, junge Dame. Wenn Sie einmal hier langkommen würden... Natürlich. Komm ich. Er ist weg. Irgend so ein Penner hat ihn mitgehen lassen. Mitgehen? Gestohlen, Fräulein. Aber keine Bange, der stille Alarm ist dann ja ausgelöst worden. Ich fürchte, hier darf niemand raus, bevor nicht unser hochspezialisiertes Sicherheitsteam hier ist. Wie lange werden die hierhin brauchen? Könnte eine Weile dauern. Ich glaube, die machen gerade Teepause. Bis dahin könnte der Dieb ja kilometerweit weg sein. Machen Sie sich darüber mal keine Sorgen, junge Dame. Versuchen Sie nun nicht, das Gebäude zu verlassen. Es kann einfach kein Zufall sein, dass der Stein genau zu dem Zeitpunkt verschwunden ist, als Aubier auftaucht. Ich kann hier nicht abwarten, bis das hochspezialisierte Sicherheitsteam seinen Tee geschlürft hat. Ich muss ihm nach. Hochspezialisiert. Bonjour. Könntet ihr mir vielleicht helfen? Oh, hallo, Gutsaimas. Was gibt's da zu lachen? Okay, schon gut. Genauso hilfreich wie in dieser Galerie am Anfang. Aber hier sagen sie wenigstens einfach nur guten Tag und lachen sich einen ab. Es dürfte weniger verdächtig wirken, wenn ich mich von der leeren Vitrine fernhalte. Mhm. Da steckt ein kleiner Schlüssel im Schloss. Ein kleiner Schlüssel für ein kleines Schloss. Wie unauffällig. Klar, du willst dich fernhalten und nimmst den Schlüssel mit. Der Schlüssel zur Ausstellungsvitrine im Museum. Nee, irgendwie nicht. Normalerweise ist es auch andersrum. Weiß bei Asiaten nicht, wie alt sie sind, weil sie jung aussehen, bis sie plötzlich alte Frauen sind. Oder alte Männer. Der Schlüssel passt nicht in dieses Schloss. Der Schlüssel öffnet die Vitrine. Ja. Diese Vitrine enthält einen Dolch, geschmückt mit Maya-Mustern. Opferdolch. Ja, ist geraten. Maya-Dolch ist gleich Opferdolch. Ich verschließe die Vitrine wieder und stecke den Schlüssel ein. Ein Dolch aus Obsidian. Dünn und Rasiermesser scharf. Geil. Nicht? Den knacken? Gut. Halten Sie es denn nicht für merkwürdig, dass Aubier dringend zu den Docks muss? Nicht im geringsten, junge Dame.
Er muss dort das Löschen einer wichtigen Ladung beaufsichtigen. Maya-Skulpturen für eine Ausstellung. Eine Leihgabe aus Mexico City. Wie heißt das Schiff? Prinzessin von Xibalba. Sie hat unten an der Tower Bridge festgemacht. Warum fragen Sie? Nur so eine Idee. Schauen Sie sich das an. Der Dieb hat diesen Schlüssel in der Vitrine liegen gelassen. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Somit kann es nur ein Museumsangehöriger gewesen sein, stimmt's? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mit anderen Worten, der Dieb ist Professor Ubier. Nun, das sollten wir lieber die Polizei entscheiden lassen, nicht wahr? Ich rufe sie besser gleich an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo? Ich weiß, dass ich mir keine Sorgen machen muss, wenn die Polizei kommt. Ja, ich bleibe dran. Aber ich muss Ubier einholen. Und zwar schnell. Tja, durchgeklaut, Schlüssel geklaut. Ist, ne? Die Türen sind solide verschlossen. Ich hebele die Tür mit dem Dolch auf. Der Raum wurde wie das Innere eines Segelschiffes dekoriert, und zwar ausgesprochen wirksam. Geil. Chips abgestaubt. In die Oberfläche des Schreibpultes ist eine Vertiefung eingelassen. Ich vermute, sie sollte verhindern, dass irgendwelche Sachen bei schwerem Seegang runterrollen konnten. Außerdem gibt es eine Tintenschale sowie, ein paar Zentimeter davon entfernt, ein kleines Loch mit einer Schreibfeder drin. Eines dieser alten Schreibgeräte aus einem angespitzten Gänsefederkiel. In der Ecke des Schreibpultes ist eine Schale für ein Tintenfass eingelassen. Ich vermute zumindest, dass da ein Tintenfass reingehört, obwohl die Schale mir unnötig groß vorkommt. Vielleicht hat Ketch sie auch benutzt, um seine Rumflaschen bei schwerem Seegang zu stabilisieren. Ein schlauer Mensch. Meine Schiffskatze kannst du voll vergessen. Au. Ja, guck nicht so. Scheiße, ne? Diese Feder könnte in kitzligen Situationen vielleicht mal mein Leben retten. Ah, Feder. Kitzlig. Hihi. Der Federkiel, den ich im Ketch-Museum gefunden habe. Das sieht so aus, als gehöre das so. Also lasse ich das so. Das sieht auch schwer aus. Ein wunderschön zusammengebautes Modell eines Segelschiffes.
Das Schiff sieht zu zerbrechlich aus. Das fasse ich lieber nicht an. Ein altes Buch, krakelige Handschrift füllt die Seiten. Wann fickter Merv Fechfeenhundert und Fechfundfiepfig? Fregatte vor Fanfalfador aufgebracht. Was für ein Schrott. Ich schätze, für eine Piratenkarriere waren nicht allzu viele akademische Grade Voraussetzung. Das Schriftstück beschreibt weiter, wie Ketch von der Ankunft englischer Schiffe Wind bekam. Es scheint, als hätte der neue Gouverneur bezüglich Ketchs Aktivitäten nicht die Ansichten seines Vorgängers geteilt. Sie wollten seinen Kopf. Segelte zu dem Ort, wo ich meinen Schatz in Sicherheit weiß. Ich kehrte zurück in der sicheren Gewissheit, dass der Gouverneur niemals entdecken wird, was ich versteckt habe. Denn steht es nicht geschrieben, dass er ein Kamel durch ein Nadelöhr gehen wird. Kamel, Nadelöhr. Das ist ein Hinweis. Ja, danke. Dann hol vielleicht die letzten paar Minuten oder keine Ahnung, wie lange ich noch mache, dann quasi Video-on-Demand-mäßig nach für das besagte Detail mit Emily. Damit glaube ich, dass da noch was kommt. Ansonsten, angenehmen Abend, gute Nachtruhe, bis zum nächsten Mal. Eine echte Piratenschiffskarte. Okay, jetzt habe ich ein historisches Dokument in der Hand. Und was jetzt? Jetzt legst du das dahin. Die Karte passt genau in die Vertiefung in der Oberfläche. Das Schreibpult ist offenbar genau nach der Karte zurechtgeschnitten worden. Oder umgekehrt. Das sieht so aus, als gehöre das so. Also lasse ich das so. Okay. Eine hübsche Öllaterne aus Messing. Und eine viel zu große Vertiefung. Und eine Karte, die genau in diese Glasplatte fasst. Aber erstmal umgucken. Ignorieren wir das Offensichtliche. Vielleicht stammt dieses Steuerrad von Ketchs Schiff. Plötzlich fühlte ich mich wieder wie ein Zwölfjähriger. Captain Frederick Ketch, 1570. Um seinen Hals hängt ein Kreuz. Vielleicht war er ja nur Teilzeitpirat. Ein Porträt von Ketch. Das Bild wäre ein nettes Souvenir, aber es ist etwas zu sperrig für mein Reisegepäck. Mach doch ein Foto mit deinem 1997er Smartphone. Ach ja, kannst du nicht. Eine Schiffsglocke. Ein altes Holzfass. Vielleicht stammt es von Ketchs Schiff. Vielleicht. Ich sollte es eigentlich besser wissen, einfach meine Hand da reinzustecken. Oma Stobbart hatte mal ein widerliches Erlebnis mit einer Wassertonne. Mach's nochmal. Was auch immer in diesem Fass wohnte, konnte von mir aus bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag drin wohnen bleiben. Gut. Läuten Sie bitte die Glocke. Gesprochen. Zwei Glasen und alles ist ruhig. Piraten waren cool. Aha. Gott. Kauen gerade zwei Katzen parallel Fuß nehmen. Brechen sich doch ab. Das ist Captain Ketchs Seemannskiste. Ihr verwittertes Äußeres erinnert an salziges Seemannsgarn, Abenteuer zur See, rasselnde Säbel, lange Monate auf See mit einer rumgedrängten Mannschaft, an Meuterei und Schiffszwieback voller Maden. Und mittendrin diese Kiste, randvoll mit Ketchs Beute, Perlen, Diamanten, Smaragde, Dublonen. Andererseits hat er vielleicht auch nur seine Reserveunterhosen darin aufbewahrt. Überraschung!
Was zur... Wer bist du? Ich bin Emily. Was hast du denn da drin gemacht, Emily? Verstecken gespielt. Und was machst du hier? Erwachsenenkram. Erwachsene? Puh. Ich werde nie erwachsen. Du solltest dich hier nicht rumtreiben. Wie heißt du? Ich heiße George. Freut mich sehr, Shorts. George? Shorts. Heilige Maria. Entscheide dich. Ja. Detail 1. Oder wie auch immer, wie viel. Kommt aus dieser Kiste. Überraschung, sie wird nie erwachsen. Das Hotel, oder das Museum jetzt noch, war abgeschlossen. Von außen. Weißt du, wie man mit einem Theodoliten umgeht? In meiner Schule lernen wir nichts über Landvermessung. Das haben wir erst in der 5. Klasse. Bestimmt. Möchtest du gern Dart spielen? Nö. Och, komm schon. Ich werfe, du fängst. Das ist aber gefährlich. Dann stecken nachher die Pfeile in mir und ich muss ganz doll bluten. Schlaues Mädel. Dieses Kreuz, das du da umhast, Emily. Das ist mein Jesus-Glückskreuz. Genau so eins hatte auch Captain Ketch um. Mhm. Kann ich mir das mal ausleihen? Mm-mm. Warum gehst du nicht mit Rio spielen? Ich darf nicht. Wieso das nicht? Weil die Tante Frost gesagt hat, ich darf nicht aus dem Haus gehen. Darum, Herr Naseweiß. Zu schade. Guck mal, ein alter Maya-Stein. Ist das ein Zauberstein? Naja, das weiß ich nicht. Oh. Was kannst du mir denn über Captain Ketch erzählen? Das ist er da an der Wand auf dem Bild. Ja, ich weiß. Sieht gruselig aus, was? Er war mein Groß-Groß-Groß-Groß-Opa. Ja, du hast genau seine Augen. Warum fragst du nicht deine andere Tante, ob du mit Rio spielen darfst? Tante Mina ist lala, sagt Tante Frost immer. Sie sagt auch immer, als der liebe Gott den Verstand verteilt hat, war Tante Mina gerade weg, um sich eine zweite Doppelportion Kinn abzuholen. Boah, was? Dieser Rio ist ein cleveres Kerlchen. Der hat mir geholfen, Bronson zu überlisten. Rio ist schlau. Der kann ganz weit spucken. Gegen was würdest du das Kreuz eintauschen, Emily? Ein kleines Hündchen. Tja, sieht nicht so aus, als hätte ich gerade junge Hunde in meiner Tasche. Fällt dir noch was anderes ein zum Tauschen? Weiß nicht. Nicht das und dieses Easter Egg oder dieses Detail, was ich meine, entgeht. Weiß nur nicht warum. Ein glänzender, sehr scharf aussehender Piratensäbel. Es wäre einfach, sich diesen Säbel zu schnappen und ihn in meiner Tasche verschwinden zu lassen. Es wäre aber auch die bedauernswerteste Handlung meines gesamten Lebens. Gut, dann nicht. Hart Steuerbord, ihr Süßwassermatrosen! Ei, ei, Captain Stubbart! Sie schafft es nicht mehr, Captain! Alle Mann von Bord! Was? Das ist Captain Ketchs Seemannskiste. Das kleine Mädchen hat niedliche Sommersprossen, eine niedliche kleine Nase und die Augen eines KGB-Inquisitors. Um ihren Hals baumelt ein Kreuz an einer Kette. Es ist identisch mit dem Kreuz auf Captain Ketchs Porträt. Eine hübsche Öllaterne aus Messing. Mit der Laterne in der Hand fühle ich mich irgendwie biblisch, wie Jesus oder Florence Nightingale. Ja. Warum gehst du nicht raus zum Spielen? Tante Mina hat gesagt, ich soll keinen Unfug anstellen. Aber das heißt doch nicht, dass du drinnen bleiben musst. An so einem wunderschönen Tag wie heute? Es gibt Sturm. Ach Quatsch, woher willst du das wissen? Weiß ich eben. Ich kann die ganze Welt aus meinem Fenster sehen. Tja, also, wie gesagt, ich habe noch zu tun. Es gibt noch so viele Dinge, die ich diesem widerlichen Kind sagen will. Aber ich halte lieber meinen Mund.
auch so eine Art Detail. Ich kann die ganze Welt aus ihrem Fenster sehen. Mir fehlt noch irgendwie ein Gesprächsbrocken. Irgendeine Verwendung für einen Federkiel? Was bitte ist ein Federkiel? Sowas haben die Leute zu Captain Catchs Zeiten zum Schreiben benutzt. Nö, da gehe ich lieber zum Fischen. Was gibt man einem kleinen nervenden Mädchen, das einen mit Fragen löchert? Versuch's mal mit einer Muschel. Schöne Farbe, interessante Form und wenn man sie ans Ohr hält, hört man das Meer rauschen. Ja? Wieso das? Weil man normalerweise direkt daneben steht. Cool. Hast du eine? Ja, aber die habe ich meiner Schwester versprochen. Die ist nämlich sauer auf mich. Warum ist deine Schwester sauer auf dich? Naja, als ich gestern mit unserem Abendessen nach Hause kam, ist sie ausgerastet. Rio hat sie gebrüllt, wieso fängst du immer nur Pufferfische? Ich kann keine Pufferfische mehr sehen. Was ich will, ist ein leckerer Tigerfisch. Also komm gefälligst nicht wieder nach Hause, bis du einen gefangen hast. Ich weiß nicht, wie ich einen Tigerfisch fangen soll. Alles, was ich habe, ist eine Angel und ein Wurm. Was braucht man, um einen Tigerfisch zu fangen? Eine von diesen schicken Fliegen, die die reichen Angler benutzen. Etwa so? Glaube ich nicht. Das bringt's nicht. Das bringt's nicht. Gut, dann benutze es so. Was hast du da? Ich halte es für unwahrscheinlich, dass das den Jungen interessiert. Das ist ja wohl eine hübsche Fliege. Was hast du da? Ich halte es für unwahrscheinlich. Na gut. Hier so ein Blinker. Was hast du da? Ich halte es für unwahrscheinlich, dass das den Jungen interessiert. Wart doch ab, frag ihn doch erstmal. Na gut. Später mehr. Mir fehlt noch eine Emily-Geschichte. Ich will kein Fischernetz. Ein Netz, das zum Trocknen in der Sonne hängt. Ha. Vertan? Irgendwas ist mit dem. Es gibt noch so viele. Okay. Die Laterne passt so genau in die Schale, dass das kein Zufall sein kann, sondern nur Absicht. Was machst du, Shorts? Ich habe die Laterne hier in die Tintenschale gestellt. Siehst du? Sie passt. Warum? Weil sie so hergestellt worden ist, dass sie passt. Warum? Weil sie der gerissene alte Captain Catch so haben wollte. Warum? Warum stellst du eigentlich all diese Fragen? Weil es mich interessiert. Warum? Weil ich die unstillbare Neugier eines Kindes habe. Warum? In Ordnung, Waffenstillstand. Ja, Mann. Es gibt noch so viele Dinge, die... Okay. Federhalterung. Ein Halter für den Federkiel. Was machst du jetzt, Shorts? Lass das, okay? Merk dir eins, die putzige Nummer mit dem Streichelkätzchenblick zieht bei mir nicht. Ich habe die Feder zurückgebracht. Bist du jetzt zufrieden? Willst du sie jetzt nicht mehr mopsen? Zum letzten Mal, ich habe sie nicht gestohlen. Da steht dein Wort gegen meins. Und von uns beiden bin ich diejenige mit den süßen Grübchen. Es gibt... Das Schreibpult ist offenbar genau nach der Karte.
Das sieht so aus, als gehöre das. Eines dieser alten Schreibgeräte aus einem angespitzten Gänsefederkiel. Gemobst. Es gibt noch so viele Dinge, die... Das interessiert sie überhaupt nicht, wetten? Ja. Denke, denkt sie? Das interessiert sie überhaupt nicht, wetten? Schön, dass man noch die Option hat und dann da wirklich nichts ist. Danke für den Hinweis. Ja, juckt sie nicht. Das interessiert sie überhaupt nicht, wetten? Das interessiert sie überhaupt nicht, wetten? Ich will dieses Kreuz haben. Das ist es nicht. Ah, scharfer Säbel. Los, bau mal einen Köder. Es wäre einfach, sich diesen Säbel zu schnappen und ihn in meiner Tasche verschwinden zu lassen. Es wäre aber auch die bedauernswerteste Handlung meines gesamten Lebens. Ja, da habe ich so schöne Ideen und du machst da nichts draus, ne? Was auch immer in diesem Fass wohnte, konnte von mir aus bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag drin wohnen bleiben. Ja. Zerfetzt es die Feder? Auch immer noch dein Kreuz. Da bist du hingelatscht. Zerfetzen, Feder. Hier. Die Katze machte kurzen Prozess mit der Feder und zerfledderte sie in einen Schneesturm von Einzelteilen. Oh, hoppla. Katze? War doch gerade was. Uff. Der Reiz des Neuen, mal mit einem Fahrradreifenschlauch in der Tasche rumzulaufen, ist verflogen. Ich lasse ihn einfach hier. Hören können, da ist was. Jetzt einfach nur die Feder zerfetzt und jetzt habe ich sie nicht mehr? Toll. Ganz toll. Dankeschön. Ich hätte gedacht, das gibt einen schönen Angelköder ab. Nein. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Okay. Ich stehe auf dem Schlauch. Vielleicht ist das wieder so ein Moment, um Schluss zu machen. Hat letztes Mal auch funktioniert. Allen gequatscht, keine Ahnung, was zu tun ist. Jetzt mal kommst du wieder. Oh, neue Gesprächsthemen. Sonst will ich von Rio eigentlich nichts mehr wissen. Ach, komm schon. Rot. Was hast du da? Ich halte es für unwahrscheinlich.
Kontoauszug? Was hast du da? Ich halte es für unwahrscheinlich, dass das den Jungen interessiert. Ja, ich auch. Was hast du da? Ich halte es für unwahrscheinlich, dass das den Jungen interessiert. Was hast du da? Ich halte es für unwahrscheinlich, dass das den Jungen interessiert. Text jetzt alles vorgesetzt. Was hast du da? Ich halte es für unwahrscheinlich, dass das den Jungen interessiert. Gut. Er nimmt das als Ködermann. Was hast du da? Ich halte es für unwahrscheinlich, dass das den Jungen interessiert. Was hast du da? Ich halte es für unwahrscheinlich, dass das den Jungen interessiert. Nope. Sonst ist an dem Fahrradwrack nichts, was ich brauchen könnte. Okay. Na, was geht ab, Katze? Der niedliche Katze? Der niedliche Katze. Nichts. Nichts. Und... So, kann ich in dem Netz rumstochern? Nein. Ja. Nee, kann ich nicht. Nee. Okay, Katze wird dann zerfetzt. Ist nicht. Der Boden der Laterne passt exakt in die Schale. Das Schreibpult ist ein Halter. Das ist Emily, klein, niedlich und absolut entnervend. Es gibt noch so viele Dinge, die... Komm, lieber Hinweis mit dem scharfen Säbel. Locke mal die Glocke. Zwei Glasen und alles ist ruhig. Piraten waren cool. Ein glänzender, sehr... Es wäre ein... Es wäre aber... Okay. Ah, ja. Dann... Stehe ich tatsächlich gerade auf dem Schlauch. Boah. Ein perfekter Zeitpunkt, um sich hier aus der Affäre zu ziehen und Lust zu machen und drüber nachzudenken und nächstes Mal mit neuen Ideen zu kommen. Damit meine ich jetzt nicht mal in Lösung gucken, sondern vielleicht ist man dann nicht ganz so brain AFK, kommt eher noch auf irgendwas. Catchs Logbuch. Gerade segelte zu dem Ort, wo ich meinen Schatz in Sicherheit weiß. Ich kehrte zurück in der sicheren Gewissheit, dass dein stetes Nadelöhr, Kamel. Das Schiff sieht zu zerbrechlich. Wir brauchen dieses olle Kreuz, das ist so hübsch verziert. Wirft garantiert einen Schatten und hast ihn nicht gesehen.
Aber um sie gnädig zu stimmen, brauchen wir die Muschel von dem Bengel und dafür brauchen wir den Angelköder. Ja, keine Ahnung. Ich sag mal, ich mache Schluss. Ich guck gerade mal. Ob es noch wen gibt. Wo ich irgendwie hinverweisen kann. Auch wenn, weiß ich gar nicht, ob jetzt ist noch jemand hier. Meine Anzeige stimmt hier sowieso nicht. Eden. Ja, Gronkh oder Currywurst muss ich traden. Osten irgendwie auch nicht. Ach, dann. Ja, dann wünsche ich eine gute Nacht. Nächstes Mal fällt mir bestimmt irgendwas dazu ein. Kann so schwer nicht sein. Das habe ich früher als Kind gespielt. Juti. Dann gute Nacht. Hat keiner mehr zum Weiterschicken. Dann mache ich hier einfach so Schluss und speicher hier mal. Da. Ich will jetzt Ausrufezeichen. Enter. Score. Oh, dann bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.